keinem Leben wir mit Freude und Frust. Denn ob Mailand oder Krasnodar, auch in Aue sind wir immer da. Im Ostseestadion, in Kopenhagen klingelt Telefon. Denn wir sind trotzdem hier. Hamburg und Hattingen rufen Müngersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 187. Folge von Trotzdem hier, dem Podcast über den ersten FC Köln. Dem einzig wahren Podcast über den ersten FC Köln, der keine Kosten und Mühen gescheut hat, um heute hier nicht mit einer Person, nicht mit zwei Personen, sondern gleich mit drei Personen ein historisches 1:1 gegen den VfL Bochum zu besprechen. Ja, aber ich würde sagen, ich stelle euch einfach mal die ganzen Leute in der Leitung vor, damit wir direkt anfangen können, über das Spiel zu schnacken. Nicht mehr hauptverantwortlich für die Moderation und damit wahrscheinlich ein bisschen erleichtert, ist einerseits der tatsächlich Anwesende, Marco. Hallo Marco. Hi, ich bin tatsächlich wieder da, ja. Ja, beim Podcast tatsächlich hier. Genau, das ist es. Wir benennen uns einfach um, dank mir. Ich bin ja dabei. Das müssen wir noch mit den Stakeholdern besprechen, ob wir das tun oder nicht. Ach so. Ja. Aber wir können doch tatsächlich erstmal alle anderen Gäste vorstellen. Möchtest du einfach einen von beiden mal vorstellen? Ich fange an mit unserem Entenfreund, bekannt von FC.com. Berühmt-berüchtigt nach der letzten Saison Rückblickfolge der Jan-Lukas Elskamp. Hi. Hallo, da bin ich. Und soll ich jetzt Quark Quark auch noch sagen? Boah, ja, das würde mich freuen. Wir lösen jetzt auch nicht auf, warum wir dich hier als Entenfreund bezeichnen. Das muss jeder einfach selber recherchieren. Ich wollte sagen, wer das nicht weiß, der hat den Podcast nie geliebt. Ja, wir lassen auch mal hier stehen und die Hardcore-Hörer wissen das ja und Hörerinnen und alle anderen haben es vielleicht auch nicht verdient. So sieht's aus. Ja, und dann haben wir noch jemand anderen in der Leitung. Wie gesagt, ne, keine Kosten und Mühen. Ein Mitstreiter von mir hier aus dem Hamburger Großraum. Und ich glaube, ich darf an dieser Stelle auch leaken, dass er der Vorsitzende des Stürmischen Norden-Fanclubs ist. Der Erik ist da. Ja, moin moin und alaaf, liebe ZuhörerInnen und natürlich auch euch drei. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ja, sehr gerne. Und ich darf verraten, ihr seid beide super spontan eingesprungen, weil wir eigentlich ganz andere Pläne für heute gehabt haben, die sich dann aber leider durch diverse Umstände, die keiner beeinflussen konnte, so ein bisschen verschoben haben. Die gute Nachricht für euch alle ist aber tatsächlich, dass ihr dadurch, durch diese Verschiebungen, in der Länderspielpause eine weitere Folge trotzdem hier nächste Woche bekommen werdet, die sonst vielleicht nicht stattgefunden hätte. Und dann kommt auch endlich der angeteaserte Special, obergeile, super krasse Guest oder Gästin, wie auch immer. Also nächste Woche in eure Podcatcher gucken und dann findet ihr noch mal ein kleines Goodie für euch. Aber jetzt heute erstmal nur die Folge zu Bochum. Also das heißt nur. Hat denn Toni Leistner nicht rechtzeitig seine Wohnung gefunden in Köln oder was? Ich weiß gar nicht, was da los ist. Ne? Warum sucht Frau Leistner eine Wohnung in Köln? Toni Leistner ist doch diese Woche oder heute in London gewesen. Da war doch große Feierlichkeit. Okay. Bei der Queen oder was? Ja, bei der Queen irgendwo stand er bestimmt am Straßenrand. Okay. Ja, weiß ich nicht. Ich habe ihn immer schon als Royalisten eingeschätzt, aber. Keine Ahnung. Übrigens, Erik, ich habe eine gute Nachricht für dich. Ich weiß nicht, ob du schon erfahren hast auf anderen Kanälen. Aber ich habe mir gedacht, ich hebe mir das für live on air auf. Seit Samstag ungefähr 23 Uhr weiß der legendäre Sänger Mo Torres von der Existenz des Stürmischen Nordens. Ach nein, wirklich? Ja, ja. Ich habe davon versorgt. Noch nichts gehört. Sehr gut. Ja, Steff war da und ich war natürlich auch da. Und wir haben ihn mit Stickern versorgt. Und hinten nochmal die Adresse der Colonia war drauf geschrieben. Ja, herrlich. Ich dachte, du kommst jetzt um die Ecke damit, dass du Mitglied des Stürmischen Norden werden willst. Aber das ist dann die nächste Überraschung, die du noch im Petto hast. Ja, sobald Motoris eingetreten ist, komme ich auch. Okay. Also, Kontaktdaten habe ich, so ist das nicht. Genau, sind vorhanden. Aber mega, mega cooles Konzert, kann ich allen nur empfehlen, wenn ihr, der ist gerade auf Deutschland-Tour, wenn ihr das erwischen könnt, irgendwo so ein Konzert von Mo, dann geht da mal hin. Super, super coole Stimmung.
Selbst hier in Hamburg war quasi rheinische Stimmung. Es wurde geschunkelt und mitgesungen, was ich sonst hier in Hamburg eher selten erlebe. Nimmt sich nachher auch Zeit, um mit jedem wirklich irgendwelche sinnlos Gespräche zu führen, wie bei uns hier über Hamburger Fanclubs, die wahrscheinlich völlig egal sind. Ja, aber coole Nummer. So, aber dann jetzt doch eher zu Bochum. Marco, du warst vor Ort, nicht wahr? Ja, genau. Also jetzt hier. Habe mich vorher auch mit Fans getroffen, zum Beispiel auch mit dem Tittenkalle 51. Ach. Der hat auch am berühmt-berüchtigten zum Stadiongrill auf mich gewartet, mit anderen noch. Auch da der Javier der Colonia 1995, der war da. Und diejenigen, die mir die Karte besorgt haben, waren auch da. Und ja, das war tatsächlich echt eine runde Sache bis dahin. Also hat echt viel Spaß gemacht, viele Leute zu sehen, die man teilweise gar nicht oder noch gar nicht kannte oder dann halt auch lange nicht gesehen hat. Ja, hat echt immer viel Spaß gemacht. Also ich meine, Bochum ist für mich ja ein gefühltes Heimspiel. Ich setze mich in den Bus rein, fahre 15 Minuten, bin am Bochumer Hauptbahnhof. Und das ist natürlich für jemand, der sonst auch für Heimspiele beim FC sich mindestens eine Stunde ins Auto setzt, natürlich echt schon Premium. Aber das Wetter hat tatsächlich dann einigermaßen mitgespielt, weil als ich im Bus saß, hat es so angefangen zu schütten, dass ich gedacht habe, so ja, das fängt ja gut an. Aber es ist zumindest einigermaßen stabil geblieben, das Wetter. Und ja, hat mich gefreut um alle, die ich da kennengelernt habe und kennenlernen durfte. Also war echt ein runder Vorspielbeginn sozusagen. Und deinem Twitter-Tweet habe ich entnommen, dass du mit einer blauen Jacke im FC-Block standest. Ist das ein Protestzeichen? Nein. Ich habe eigentlich eine schwarze Regenjacke gehabt, die dann aber natürlich, wie das halt meistens so ist, dann auf die Schnelle nicht gefunden, habe dann zu meiner blauen Regenjacke gegriffen, habe die aber im FC-Block ausgezogen, mir umgebunden und so unters Trikot gemacht. Ich dachte, alle in Blau nach Bochum oder so. Das wollte ich auch schon sagen. Ich habe mich zurückgehalten. Genau in dem. Ich dachte, nach eurer Diskussion in der letzten Folge wäre das irgendeine Protestaktion gewesen. Nein, das war überhaupt keine Protestaktion. Das war einfach die erste Regenjacke, die da halt war, weil es ist ja jetzt nicht so, dass ich jetzt gar keine Zeit vorher hatte, sondern ich hatte nicht genug Zeit, aber ich habe dann halt immer irgendwie am Wochenende irgendwas anderes gehabt, was ich machen musste und habe immer gedacht, ja, die Regenjacke, ich muss mir noch mal eine schwarze Regenjacke raussuchen und habe es dann echt einfach vergessen und dann war es dann irgendwann so spät, dass ich meinen Bus drohte zu verpassen und dann habe ich einfach die blaue genommen. Aber das hat nichts mit irgendwas, welchen Sachen anderen zu tun gehabt. Wie ihr merkt, der feine Herr besitzt mehr als eine Regenjacke bei Marco. Mehr als eine Regenjacke, das ist so. Marco läuft. Das ja, läuft richtig bei mir. So, jetzt haben wir über Motoris, über Fanclubs im Norden und über deine Jackenwahl geredet, aber noch kein Wort über das Spiel verloren. Also wir kamen ja direkt aus dem Sieg gegen Slowacko. Den habt ihr ja schon, habt ihr den schon besprochen oder müsst ihr noch besprechen? Ich weiß gerade gar nicht. Den haben wir schon besprochen. Habt ihr schon. Genau. Oder warte mal, haben wir den besprochen? Nee, haben wir noch nie. Weiß ich nicht. Ich war nicht da. Du warst ja da. Ihr habt das Vorbericht gemacht. Wir haben Woche. Vorbericht gemacht. Besprochen haben wir den noch nicht. Nee, geht ja auch nicht. Wann sollen wir den besprochen haben? Ja, stimmt, ne? Einmal mit Profis arbeiten. Ich hätte jetzt fast gesagt, wir hätten den besprochen, aber stimmt, wir haben den nicht besprochen, nein. Gut, dann bleiben wir jetzt trotzdem erstmal bei Bochum, sonst wird das, glaube ich, ganz konfus hier. Das ist, glaube ich, jetzt schon die schlimmste Folge trotzdem hier aller Zeiten. Vor allem ist ja nicht so, dass wir vorher nicht drüber gesprochen haben, was wir besprechen müssen, ne? Ja. Also bei The Simpsons, der ist jetzt schon der Typ im Publikum mit diesem T-Shirt Worst Episode Ever. hallo, das sind wir. Naja, ihr merkt, wenn ich einmal nicht da bin, läuft sofort der ganze Laden hier aus dem Ruder. Wir bleiben bei Bochum. Hier wird schon gefragt im Chat, wie war die Stimmung im FC-Block, Marco? Also tendenziell okay. Was mich ein bisschen verwundert hat, also man muss ja dazu sagen, in Bochum ist es ja so, der Gästeblock, wenn man den komplett ausreizt, sind ja, glaube ich, 3000 Karten. Und es ist ja ein kleiner Stehplatzbereich, der in dieser Ecke ist, unter dieser Anzeigetafel. Und dann hat man ja dieses Stück hinter dem Tor.
und das ist ja eigentlich ein Sitzplatzbereich. Wer das schon mal mitgemacht hat, weiß, dass da nicht ein Mensch sitzt das ganze Spiel über. Und ich stand mit dem Javier, mit dem Colonia 95, stand ich zusammen und da waren tatsächlich Leute, die dann gesagt haben, ja, hier sitze ich aber. Und da drohte es dann einmal tatsächlich vor dem Spiel sogar dazu, ich sag mal, Eskalationen zu kommen untereinander, wo wir dann aber noch ein paar Leute auch mit eingeschritten sind und gesagt haben, hör mal, hier hat keiner wahrscheinlich genau seinen Platz, weil tatsächlich hätte ich, weil ich war, glaube ich, in Reihe 4 oder Reihe 5 oder 6 oder so, und da standen die Leute der wilden Horde. Und wenn ich da gesagt hätte, ja Leute, ich gehe aber jetzt mal hier hin, macht mir bitte Platz, das hätte ich wahrscheinlich genau einmal gemacht. Und, Entschuldigung, Sie da mit der Sturmhaube, Sie stehen auf Entschuldigung, Herr Schell, gehen Sie mal bitte zur Seite. Ja, also, den habe ich hast übrigens auch... Hast du etwa auch, Give Peace a Chance auf deine Stirn geschrieben? Nein, das nicht, das habe ich nicht. Nein. Aber... wie gesagt, es ist immer wieder verwunderlich. Man hat das gesehen, dass es brechend voll ist. Und ich bin auch der felsenfesten Überzeugung, also ich weiß, dass ja auch genügend Leute aus diesem Stehplatzbereich dann über den Zaun in diesen anderen Bereich geklettert sind. Also von dem, ich sag mal, offiziellen Stehplatzbereich Köln, Block, ich glaube E ist das, in den Block F. Und da denke ich mir so, jo, ist doch klar, dass hier brechend voll ist. Also die Treppenaufgänge waren voll. Das war schon pickepacke voll und Stimmung war eigentlich ganz okay. Ich habe teilweise so das Gefühl gehabt, dass auch bei den Fans so ein bisschen so diese ersten Ermüdungserscheinungen eintreten. Also das, was man auch so dem Team ein bisschen angemerkt hat, so, es sind alle so ein bisschen durch. Und ich hatte auch das Gefühl, dass bei den Fans so ein bisschen alle sich auf diese Nationalmannschaftspause so ein bisschen freuen, um einfach auch mal durchzuatmen. Weil wenn man sich das mal tatsächlich überlegt, wer da diese ganzen Spiele nach Ungarn mitgemacht hat, dann wo haben wir danach gespielt? Das Auswärtsspiel in Wolfsburg, glaube ich, ne? Und dann, das ist Nizza und. Ich glaube, das ist dann tatsächlich Ich glaube, nach der Ungarn-Auswärtstour kam erstmal Stuttgart zu Hause. Oder Stuttgart zu Hause, genau. Dann, also du hast ja sehr viele Spiele in kurzer Zeit gehabt. Und ich glaube, man merkte das den Leuten an. Es waren viele echt richtig geschlaucht und Ich glaube einfach, dass das auch eine Kombination aus vielen Sachen ist. Zum einen, die Crunch-Time der letzten Saison war ja sehr intensiv, wo es ja zwischen Champions League und Conference League noch alles möglich war, wo man richtig intensiv auch mitgefiebert hat. Dann eine sehr kurze Sommerpause. Dann die Auslosung, die einen ja dann auch immer wieder mit verfolgt hat. Ich habe ja das von Moritz und vom wie wird der, Chahed? Keine Ahnung, wie es auch richtig ausgesprochen wird. Khaled, mitverfolgt. Da ist man dann ja auch schon wieder so mit da drin und verfolgt es dann auch schon wieder mit rein. Und dann kamen halt die Spiele im 3-Tage- oder 4-Tage-Rhythmus mit Ungarn, mit der Liga. Davor noch das Pokalspiel, wo man dann ja schon so ein klein bisschen drauf hingeguckt hat. Und ich glaube, es sind jetzt einfach vor allen Dingen die bei vielen Spielen auch mit im Stadion waren, einfach auch jetzt froh, mal eine kleine Auszeit zu haben von 2 Wochen oder 1,5 Wochen. Um auch mal wieder ein bisschen runterzukommen und dann auch sich auf die Energie oder mit Energie auf die nächsten Spiele zu freuen. Aber das jetzt wirklich mal sowohl bei den Spielern sowieso, das hat man ja gemerkt, auch gesehen, aber auch bei den Fans eine Phase ist, wo man sagt, okay, jetzt können wir mal ein bisschen durchatmen. Wir hören uns den trotzdem hier Podcast noch an, dann machen wir mal eine Länderspielpause. Ja, mir geht es auch so. Ich war auch in Ungarn und ich war auch in Frankreich und ich habe mir das dann auch noch so gelegt, dass ich irgendwie noch den Freitag dann jeweils da hatte und teilweise sogar den Samstag. Und das ist wirklich was anderes, wenn du dann nach Hause kommst und denkst so, ja, ich gucke mir jetzt noch, das war Stuttgart und Union dann, ich gucke mir das noch an und gehe da auch wieder ins Stadion. Aber es ist wirklich an Energielevel eine ganz andere Sache als letztes Jahr, wo es wirklich dann darauf ankam, irgendwie so, ja, okay, und in der Woche spielen wir wieder, oder teilweise 2-Wochen-Rhythmus. Das ist wirklich schon ein totaler Unterschied. Und das erklärt dann auch total,
Oder ich finde, als Fan im Stadion kann man es nochmal deutlich besser verstehen, der dann auch solche Reisen mitgemacht hat, diese Ermüdungserscheinung. Und ich glaube oder würde mir einbilden, das auch besser einordnen zu können, wie platt dann die Spieler erst sein müssen, wenn ich da schon stehe und denke, boah, jetzt irgendwie motivieren, nochmal den nächsten Fangesang mit einzusteigen, ist ja nun mal etwas einfacher, als den Sprint noch anzuziehen. Das finde ich auch einen richtig krassen Einfluss und erklärt für mich auch im Nachhinein ein bisschen die Frankfurter Saison am Saisonschluss letztes Jahr. Ja, wobei die Frankfurter ja noch ein anderes großes Ziel hatten, was sie dann ja auch erreicht hatten, ne? Ja, da würde ich, das stimmt. Ja, wenn wir im Mai diese oder im April diese Dimension haben sollten, würde ich auch sagen, hey, Liga abschenken und Conference League Sieg ansteuern. Also rein hypothetisch jetzt mal, ne? Wobei, ich muss ja mich outen. Ich habe ja ein Hotelzimmer in Mai schon gebucht. In Prag. In Prag. Ja, das ist Devotion, auf jeden Fall. Ja. Ja, wir können ja mal jetzt auch Sportliche schauen. Die Aufstellung gegenüber Slowacko insofern verändert, als dass die Stammspieler, die sogenannten Achsenspieler, wieder zurückgekehrt sind, wenn man sie so nennen möchte. Also Jonas Hector kehrte zurück in die Mannschaft, ein Benno Schmitz, ein Elis Skiri, ein Florian Kainz kamen alle wieder. Ja, und zwei von diesen vier genannten haben direkt mal das erste Tor koproduziert. Leider ins falsche Tor. Wie habt ihr denn dieses 1-0 oder 0-1 aus unserer Sicht, dieses Eigentor von, ja, vom unglücklichen Benno, was sagt ihr dazu? Halt wirklich mega unglücklich, ne? Hector will den Ball klären, der Ball wäre ins Tor ausgegangen oder ins Seiten aus und der schießt Schmitz ans Bein und der kullert dann ins Tor. Das war so ein Kacktor des Jahres, meiner Meinung nach. Passiert nun mal, war Pech und war halt blöd, ne, dass du dann direkt wieder einem Rückstand hinterherläufst. Aber gut. Letzten Endes hatten wir ein paar Minuten später Glück bei einem Pfostenschuss, sonst wäre der reingegangen. Insofern alles gut. Das passiert beim Fußball und blöd gelaufen. Ja, aber apropos, ich habe eine kleine Frage an euch. Wir haben jetzt 7 Saisonspiele gesehen in der Bundesliga. In wie vielen dieser 7 Spiele haben wir das 1-0 erzielt? Zählt das Eigentor jetzt mit dazu oder nicht? Nee, schon für den ersten FC Köln, nicht gegen den ersten FC Köln. Also gegen Schalke sind wir in Führung gegangen. Ja. Das war es wahrscheinlich, oder? Das war's. Ich denke auch, das war's. Gegen Stuttgart haben wir 0-0 gespielt, da ist keiner in Führung gegangen. Genau. Und in allen anderen 5 Spielen mussten wir jeweils einem Rückstand hinterher. Ja, vor allem auch immer frühen Rückständen, ne? Ja, früh und dann kam dazu, also Union und Bochum waren ja Eigentore, ne? Wenn ich mich richtig erinnere. Leipzig war dieser Flutschfinger von Marvin Schwebe, der einzige Fehler, den der wahrscheinlich in der Saison machen wird. Also auch so ein bisschen, ich sag mal, läppsche Tore. Und das ist natürlich in Europa League Saisons schon auch so ein potenzieller Genickbrecher, wenn du halt nicht mal so ein Spiel irgendwie so 2-0 runter wirtschaften kannst, sondern halt immer diesen selbstgemachten Rückstand hinterherlaufen musst, oder? Wie seht ihr das? Ja, ich bin aber, das war ja auch gerade natürlich dann eher Fan von frühen Rückständen als von späten Rückständen, weil das ist gegen Schalke, weil das war zwar kein Rückstand, aber es war auch so, das ist ganz oft so, wenn die Teams, die dann irgendwie auf Augenhöhe sind vermeintlich, wenn die dann einmal führen, und ich glaube, das erklärt auch, warum wir so oft Rückstände aufholen, dann denken die, ach ja, jetzt ziehen wir uns ein bisschen zurück. Die Kölner können eh nicht nichts mit dem Ball anfangen, was ja so auch nicht stimmt. Und dann verlagert sich das Spiel immer so total schnell in so offensive Bereiche vom FC. Das finde ich eigentlich mal ganz gut, weil ich finde, so schlecht sind wir mit dem Ball gar nicht. Das ist natürlich deutlich angenehmer, als dann lange ein ausgeglichenes Spiel zu haben und dann spät das Tor zu kassieren. Also du bist dafür, jetzt immer am Anfang ins eigene Tor reinzurennen mit dem Ball. Ja, das ist meine Strategie. Nein, aber wenn du mir sagst, wir kassieren den Rückstand, dann sage ich natürlich lieber früh. Ja, gut. Okay. Ich glaube, das sagt aber jeder, ja, oder? Sagt jeder, klar, aber das ist, glaube ich, damit zu erklären, dass sich die dann hinten reinstellen. Aber ich glaube, ich weiß jetzt nicht, welche Saison das war, ich glaube, das war die Aufstiegssaison aus der zweiten Liga oder die Saison danach in der ersten Liga, wo wir auch ganz häufig ganz früh in Rückstand geraten sind und dann erstmal immer einem Rückstand hinterherlaufen mussten.
Da hatten wir bei uns in der Colonia Bar schon das Schlagwort Rückstand können wir, ne? Also aber das kostet halt unnötig viel Kraft, wenn du dann schon relativ früh anfangen musst und das Spiel dann so gestalten musst und es ist ärgerlich. Ich finde, klar, auch wenn das jetzt wirklich so ein Zufallssituation war, die wahrscheinlich einmal in der Saison passiert und jetzt haben wir sie abgehakt. Aber es ist natürlich trotzdem blöd, wenn du dann bei so einem Wetter am Ende einer englischen Woche oder von zwei englischen Wochen, glaube ich sogar, bei tiefem Platz, bei Dauerregen, dann direkt ab der 9. Minute im Rückstand hinterherlaufen musst. Das kostet richtig Energie und Körner. Ja, der oder die oder das Sprudelhuhn weist auch darauf hin, dass wir auch gegen Schalke eigentlich in Rückstand gegangen sind. Stimmt. Aber der VAR was dagegen hatte. Zum Glück für uns. Stimmt, das darf man auch nicht vergessen, ja. Apropos VAR, mein erster Gedankengang war ja, dass die Fußspitze von dem Flankengeber von Bochum, ich weiß nicht, wer es war, Holtmann, genau, dass die im Abseits war. Ich war total irritiert, dass es da keine kalibrierte Linie oder sowas gab, weil ich fand das total eng mit Ljubicic. Bei dem Pass auf Holtmann? Ja, ich fand das total eng. Bin nicht aufgefallen. Also, und ich achte eigentlich schon immer drauf, mich irgendwo zu echauffieren, aber. Okay, gut. Also, habe ich eine Exklusivmeinung. Also wie gesagt, ich habe es ja nur im Stadion gesehen, ist das natürlich gar nicht zu erkennen, also zumindest nicht von der Position, wo du da stehst. Ist halt einfach unfassbar dämlich, ne? Also, ich fand auch, das war jetzt gestern nicht das Spiel des Jonas Hector. Ja, der wirkte tatsächlich ein bisschen überspielt und unkonzentriert, muss man leider sagen. Also das waren nicht nur das Dingen, da waren so ein, zwei, drei, vier Dinger bei, wo ich gedacht habe so, puh, das kann man, also da hat mir manchmal der klarere Pass gefehlt. Also das ist sowieso etwas, was ich gerade in der ersten Halbzeit nicht verstanden habe. Wir haben sehr viel über die Mitte gespielt, die aber relativ gut von Bochum zugestellt war. Und ich weiß nicht, wie oft Benno Schmitz auf außen so 6-7 Meter Platz um sich rum hatte und tatsächlich verhältnismäßig wenig Bälle bekommen hat. Und wenn wir dann mal Bälle hatten und in Flankenposition waren, sind die Flanken, also A war unsere Strafraumbesetzung nicht gut. Und dann waren dazu auch noch die Flanken nicht gut. Also ich glaube, die erste Halbzeit war jetzt schon eher eine der schwächeren Halbzeiten, die wir bisher wahrscheinlich gesehen haben. Und ich glaube, da können wir tatsächlich ein bisschen, aber da können wir wahrscheinlich ein bisschen von Glück reden, dass es da nur in Anführungsstrichen 0-1 steht. Weil, wobei, finde ich auch nicht. Also zum einen, also zwei Sachen, die mir aufgefallen sind, wenn wir über die rechte Seite gekommen sind und Schmitz am Ball war, war die Mitte immer von den Bochumern zugestellt, weil bei Schmitz geht man automatisch von der Flanke aus. Da war dann kein Zielspieler mehr, während von der linken Seite bei Kainz zum Beispiel man auch immer einen Spieler hatte, der sich gegen Kainz orientiert hat, um Kainz seine Gefährlichkeit auch ein bisschen abwehren zu können. Das hat man bei Schmitz nicht gemacht. Die andere Sache ist, 1-0 Rückstand war da, Pfostenschuss von Bochum auch, aber wir dürfen ja nicht diese Mega-Chance von Skiri vergessen. Ja. Das Ding macht er normalerweise mit verbundenen Augen. Ich weiß nicht, was in dem Moment los war. Der steht da mutterseelenallein 3 Meter vorm Tor und köpft das Ding daneben. Ja. Ich will noch mal ganz kurz bei dem Eigentor bleiben, bevor wir jetzt über das Skiri-Ding reden. Es ist halt insgesamt schon problematisch. Also ich habe gerade mal geschaut, abseits sehe ich da nicht, ehrlich gesagt. Also ja, vielleicht mit irgendeiner Perspektive kann man irgendwie auflösen, dass da vielleicht wirklich 10 Nagel abseits war. Okay, es war meine Hoffnung. Ja, also ich glaube nicht. Da standen ja wirklich 5 Kölner. Das war schon das Grundübel. Ne? Wenn da 5 Kölner stehen, darf da natürlich nichts passieren. Vor allem, es war vorher eine eigene Ecke vom FC, nachdem dieses Konterding da eingeleitet wurde. Und dann muss man sagen, eigentlich muss Hector da gar nicht hin. Hinter dem war ja keiner. Da war kein Bochumer. Den kann er einfach durchlassen, dann geht er ins Seitenhaus. Da fehlte noch ein bisschen die Kommunikation, glaube ich. Da muss vielleicht auch der Torwart sagen, lass oder irgendwas, damit da einfach gar nicht erst zum Ball gegangen wird und so eine Situation kreiert wird. Aber ich sag mal, bei 5 Kölnern gegen quasi 0 Bochumer darf da eigentlich kein Tor draus fallen. Aber war nicht in Hectors Rücken Hofmann?
Also nee, da kam der Ball. Ich habe auch drauf geachtet und würde aber trotzdem widersprechen, weil das kannst du so schnell nicht kommunizieren, weil es war zum Start jemand, der hat sich aber total Richtung Rückraum im Prinzip orientiert und nicht langer Pfosten. Und dass da aber alle Spieler verständlicherweise zum Ball geguckt haben, gab es irgendwie keinen, der das hätte kommunizieren können. Also es war jemand zum Start da, der ist aber nicht durchgelaufen, sondern ist eher kurz gekommen sozusagen auf eine Ablage. Und dementsprechend da halt wirklich komplett der Rücken frei durchlassen wäre 10-mal schlauer gewesen. Aber das kannst du, glaube ich, in der Situation nicht sehen, weil halt alle zum Ball gucken, berechtigterweise. Ja, gut. Na, also ich sag mal so, es gibt ja Statistiken, die sagen, dass Weltklasse da beginnt, wo man eine außerordentlich hohe Vororientierung hat und viele Schulterblicke macht. Das war dann vielleicht so ein Moment, wo das ein richtig Weltklasse-Verteidiger hätte tun können. Aber stell dir mal vor, Hector lässt ihn durch die Beine rutschen und von hinten rauscht der rechts außen ran und donnert den mit 5 km/h ins leere Tor. Ja, da ist ja keiner. Also da stehen ja noch 2 andere Kölner auf der Seite, wo der Rechtsverteidiger hätte kommen können. Hector war einfach in der Bewegung drinne. Ja. Und wollte den Ball einfach weggrätschen. Und wenn wir das Ding jetzt zu Ende spielen, natürlich, wenn Hector nicht dran geht, gibt es auch kein Eigentor. Aber wenn der Schmitz einen Schritt schneller oder langsamer gelaufen wäre, gäbe es das Eigentor halt auch nicht. Ne? Und dementsprechend ist es halt eine 2-3 unglückliche Umstände aneinander gekettet. Und das war halt einfach blöd in der Situation. Aber ich weiß nicht, ich glaube, da gehst du als Abwehrspieler instinktiv hin. Und entweder versuchst du es spielerisch zu lösen, wie Hector es versucht hat, oder andere Abwehrspieler, der war am Kretschen, ne? Ich wollte gerade sagen, knallen das Ding irgendwo übers Stadiondach, aber das kriegst du in der Bewegung dann auch nicht hin. Ich glaube, du machst instinktiv eine Abwehrbewegung da draußen, versuchst den Ball zu spielen. Also ich denke, er wählte halt Zoller hinter sich. Der hat sich ja, wie gerade gesagt wurde, in den Rückraum orientiert, war davor aber rechts außen. Der hat, glaube ich, bestimmt gedacht, dass Zoller hinter ihm lauern würde. Das glaube ich auch. Naja. Gut, egal. Ist halt passiert, ne? Und habt ihr recht. Ich habe auf Twitter ganz oft gelesen, das sei so ein Graupenspiel gewesen und schlechte Saisonleitung unter Baumgart und so. Ich weiß nicht, ob ich da vielleicht ein anderes Spiel gesehen habe als manche andere, aber ich fand das jetzt alles gar nicht so schlecht. Also, es war jetzt nicht zwingend, das sehe ich auch, aber also ich kann da niemandem den Einsatz irgendwie absprechen und wir haben Ballbesitz, den können wir jetzt langsam ein bisschen besser verwalten als noch in den düsteren Gistol-Jahren, die haben gefightet, die haben gerackert. Wir hatten diese dicke Chance von Skiri, wir hatten 2 geblockte Schüsse, wir hatten 2 Distanzschüsse, Jovicic und Kainz einmal noch. Wir hatten dann diesen Kopfball von Soldo, den Skiri halt leider an die Rübe kriegt. Dann hatten wir, glaube ich, einmal so ein ganz knappes Upside später von Linden Mayner und so. Also da waren doch dicke Chancen in dem Spiel. Ich fand das gar nicht so schlecht. Habe ich das falsch gesehen oder wie ist da euer Take zu? Glaube, also nein, das war sicherlich nicht das allerschlechteste Spiel von uns. Ich bin aber, glaube ich, ich kann mir, glaube ich, vorstellen, woran es auch so ein bisschen liegt. Du spielst gegen den Verein, der bis dato in 6 Partien 0 Punkte geholt hat. Und dann gehst du davon aus, jo, die fiedeln wir jetzt auch weg. So, die schießen wir jetzt in Badelatschen nach Hause. Ja, aber Problem war einfach auch. Also, ja, genau das ist ein bisschen beim falschen Verein, oder? Ich glaube, diese Denke gibt es unter Baumgart auch nicht mehr. Also das wäre früher eine Gistol-Denke gewesen oder irgendwie sowas, aber ich glaube, die kriegen echt Feuer, wenn die das so denken. Zumal die Vorzeichen ja auch waren, die Bochumer haben den Trainer in der Woche vor dem Spiel entlassen und das gibt automatisch immer noch mal einen Ruck durch die Mannschaft, weil bei einem neuen Trainer, egal ob er jetzt aus dem eigenen Verein kommt oder von extern kommt, bei einem neuen Cheftrainer der ersten Mannschaft will sich jeder neu beweisen, die Karten werden neu gemischt und dementsprechend ist meiner Meinung nach hat sich da keiner irgendwie ausgeruht oder gesagt, die schießen wir jetzt mit Badelatschen weg, glaube ich nicht. Nein, du meinst auch eher keine Spieler. Bei den Fans, die Erwartungshaltung der Fans. Weil wenn du tatsächlich vor dem Spiel mal gehört hast, dann haben viele gesagt, ja, die Bochumer, hör mal, die haben 0 Punkte, die hauen wir heute weg. Und da habe ich dann schon gedacht, so, ja, wäre natürlich cool, aber wir sind ja der FC. Der FC kriegt es ja immer wunderbar hin, eben genau die Spiele vielleicht nicht immer optimal und erfolgreich zu bestreiten. Und ich
glaube auch, dass Bochum das im Defensivverbund gar nicht schlecht gemacht hat. Das muss man, glaube ich, auch mal einfach dagegen halten, weil, also, die haben jetzt nicht die Sterne vom Himmel gespielt, aber die haben defensiv sehr, sehr ordentlich gestanden und gerade wenn die Flanken kamen, dann nicht viel zugelassen. Und ich glaube, das macht es halt auch ein bisschen aus. Die waren am Ende aber auch richtig platt. Das hat Zoller auch im Interview nach dem Spiel auch gesagt gehabt, dass die ersten 70 Minuten super intensiv waren und die nachher stehend K.O. waren. Und da glaube ich, auch mit Blick in den Chat rein, da wurde das gerade auch schon geschrieben, glaube ich auch, entweder wenn das Tor früher fällt oder wenn es noch ein paar Minuten mehr Nachspielzeit gegeben hätte, hätten wir noch die entscheidende, zwingende Situation am Ende gehabt. Ja, das Gefühl, du hattest ja sogar noch die Szene. Also ich sag, wenn Soldo den Ball müh weiter oben trifft, ja, dann nagelt der den sowas von unter die Latte. Da steht dann der Riemann heute noch und guckt den Ball hinterher. Wenn da halt nicht ein Innenverteidiger an den Schuss kommt, ne, dann ja, glaube ich, ist das ein Tor. Ich weiß, war das Soldos falscher Fuß? Ich weiß es gerade nicht ganz genau. Ich weiß es auch nicht. Aber auf jeden Fall, Soldo muss den Ball direkt nehmen. Der wird ja auch, ich sag mal, der wird ja auch nochmal von irgendwem verlängert am ersten Pfosten. Und ich glaube, diese Bälle sind halt schwierig zu nehmen, weil du sie direkt nehmen musst. Der Ball ist ja auch nass, es hat ja die ganze Zeit geregnet. Und wenn der den da rein nagelt, das wäre natürlich super gewesen. Aber ich glaube, mit dem 1-1 können wir gut leben. Wir haben jetzt 10 Punkte. Natürlich hätte ich jetzt auch gerne lieber 12 Punkte. Aber ich fand das Spiel sogar tatsächlich relativ ausgeglichen. Weil die Bochumer hatten auch danach noch Chancen. Ja, und ich würde sogar in sagen, in der zweiten Halbzeit fand ich uns drückend überlegen. Ja, ich finde es auch nicht ausgeglichen, weil die Bochum hat keinmal aufs Tor geschossen. In den ganzen 90 Minuten. Und wir halt sehr, sehr oft. Ich habe gerade schon ein Beispiel gehört. Aber den, ja, mit dem keinmal aufs Tor geschossen ist ja auch falsch. Also dieser Pfostenschuss, der taucht in keiner Statistik auf, ja, weil der nicht als Torschuss zählt. Ja, eben, genau. Aber das war ja schon ein Kracher. Also. Ja, aber war kein Schuss aufs Tor. Das ist ja eine Interpretationssache. Ich finde, nee, weil der kann denselben Schuss halt 700 Mal machen, der wird nie reingehen, weil er immer gegen den Pfosten geht. Ja, das ja. Aufs Tor heißt, da steht ja, aber das war aber schon eben Pfosten, ne? Ja, ja, ist auch eine gute Chance. Das ist natürlich auch kein Schuss aufs Tor, aber. Wir haben auch einen Pfostentreffer, ne? Adamian. Also, das gleiche ja, auch. Genau. Da haben wir noch 5 andere gute Chancen gerade genannt. Ja, aber dass wir klar besser waren, wird ja auch, glaube ich, keiner. Das muss gerade sagen, das habe ich ja. Also, ja doch, das ist ja ausgeglichen, das sehe ich anders. Ich fand uns besser. Das Spiel hätte aber genauso auch in die andere Richtung tendieren können. Also, ja, wenn Bochum das 2-0 macht, geht das Spiel nicht unentschieden aus. Ja, gut, aber wenn Bochum aus 0,3 wenn Bochum aus 0,3 Expected Goals 2 Tore schießt, dann ist halt auch echt sehr viel Scheiße gelaufen. Ja. Ja, stimmt. Aber ich meine. War nicht so weit von weg, das stimmt, aber. Die einzige Statistik, in der der FC besser ist, ist in der Abseitsstatistik. In der Bochum besser ist, ist der Abseitsstatistik. Ansonsten ist der FC überall. Ich habe gerade mal bei Kicker die Statistikwerte auf. Der FC ist 4 Kilometer mehr gelaufen als Bochum, hat irgendwie fast die doppelte Anzahl der gespielten Pässe. 538 Pässe gespielt, 449 davon sind angekommen. Also das finde ich auch schon eine gute Quote. 83% Passquote. Deutlich mehr Ballbesitz. Bessere Zweikampfquote. Also der FC hat da schon alles rausgehauen, was rauszuhauen war in Betracht der letzten Wochen, finde ich. Ja, genau. Sehe ich auch so. Deswegen, also ich sehe das nicht als ausgeglichenes Spiel. Und ich finde, man kann auch wirklich der Mannschaft überhaupt keinen Vorwurf machen. Nein, Möglichkeiten, alles getan. Du hast halt einfach gesehen, es gibt Spieler, die, naja, andere Stärken haben, muss man ganz vorsichtig auszudrücken. Es wird auch gerade hier im Chat gesagt, es gab so eine Situation, da hätte Dietz alleine aufs Tor rennen können, aber ist halt nicht sprintstark genug, um das zu machen und dreht halt so ein bisschen ab. Tigges am Ende auch. Ja, genau. Dann gab es einen, wo Tigges den Ball hat und den auf Dietz rauslegt, wo ich dachte, lupf den Ball doch. Der Riemann steht so weit vor dem Tor, mach doch hier den John Cordoba in London. Oder Modest gegen Bochum letztes Jahr. Ja, richtig, genau. Gutes Beispiel. Ja, genau. Und da muss ich halt sagen, ich glaube, dieses Spiel gewinnst du, wenn du da in so einen richtigen Bundesliga-Stürmer vorne drin hast. Muss jetzt nicht Anthony Modest sein, kann von mir aus auch ein John Cordoba, Novakovic sein. Wenn Adamian halt nach der Winterpause. Ja, oder Adamian, wenn er mal wirklich in Form kommt, ja. Vielleicht wird auch Linton Maynard der große Knipser, weiß ich nicht. Aber wenn du da so einen richtigen Stürmer hast, so, ne, sucht euch einen aus. Vielleicht,
einfach so ein Jordan wie bei Union Berlin. Glaube ich, macht irgendwer von denen das 2-1 in der normalen Spielzeit. Ja, wahrscheinlich, kann gut sein. Also, was mir so ein bisschen aufgefallen ist, das hat auch, glaube ich, der Chat vorhin schon so ein bisschen thematisiert, wir haben in dem Spiel keinen Plan B gehabt. Also, wir haben alles über außen gemacht, eine katastrophale Strafraumbesetzung gehabt und das waren dann so Momente, wo du gedacht hast, so, ja, und dann halt immer im falschen Moment durch die Mitte gegangen. Darf ich da mal was zu sagen? Ja, klar. Ich werfe jetzt mal eine ganz harte These in den Raum. Wenn Marc Uth wieder bei voller Stärke ist, wird sich das ändern. Dann hast du einen Plan B, weil du dann in der Mitte auch was hast. Du hast momentan mit Duda einen Spieler auf der 10 spielen, der meines Erachtens nach weit, weit, weit weg ist von seinen Bestleistungen. Und ich gehe noch einen Schritt weiter. Ich finde Duda am schlechtesten in seinen ganzen FC-Jahren, finde ich ihn bis jetzt diese Saison am schlechtesten. Und da hast du überhaupt gar keine Sicherheit auf so einer wichtigen Position wie der Nummer 10. Und dementsprechend hast du eigentlich nur, wenn die Spielstärke über die Mitte nicht da ist, hast du einfach nur die Flügel als Alternative. Dafür sind wir der erste FC Köln und sind kein Real Madrid oder was weiß ich für Vereine. Was ich noch anmerken möchte zum Thema Mitte und Außen und so, Baumgart hat das Problem erkannt. Ne? Also Baumgart hat am Ende, so ab der 80. Vorne fast mit so einer 5-2-Staffelung gespielt. Da waren dann hinten noch drei Absichernde, also Martel und die beiden Innenverteidiger, die haben abgesichert. Und dann standen 5 Leute in der zweiten Reihe. Und davon haben Hector, Ljubicic und Skiri, glaube ich, oder Ljubicic war schon draußen, ich weiß nicht, wer der dritte war, haben die Mitte besetzt, den Zehnerraum. Und haben irgendwie versucht, sich da durchzukombinieren, um irgendwie Adamian oder den einstartenden Linton Maynard dann zu finden. Aber ja, hat halt nicht so richtig gefruchtet. Aber ich bin auch bei euch. Mit Duda spielen aktuell nur 10,5 Spieler, also 9,5 Feldspieler, wenn der spielt. Und ich denke, das hat das Spiel gegen Slowacko gezeigt, wie viel Dejan Ljubicic auf der 10 im Moment vor Duda voraus hat. Deswegen hat mich gewundert, dass überhaupt Baumgart da Duda nochmal die zweite Chance gegeben hat und nicht direkt Ljubicic auf die 10 gestellt hat und vielleicht Martel oder auch vielleicht mal Hussein Basic oder so von Anfang an gebracht hat. Aber jetzt, ich glaube, wir tun mal jetzt dem Domstädter den Gefallen und reden mal über André Duda. Was sagt ihr dazu? Ich möchte da mich vor den Spieler stellen und ich weiß, das ist unpopulär, beziehungsweise es ist nicht unpopulär, sich vor Spieler zu stellen, aber es ist gerade so, ja, ziemlich viel, was gegen Duda geht und ich finde die Idee gar nicht so schlecht, einen Spieler da reinzusetzen, der auf engem Raum in der Mitte spielen kann. Und ich finde auch das Spiel gegen Slowacko, das war nicht nur von Duda schlecht, das war wirklich, was da an Ballverlusten im Aufbauspiel, also eine schlechte, ich habe es nicht nachgeguckt, aber im Stadion fühlte sich das so an, als wäre das wirklich die abgrundtiefste Passquote in der gegnerischen Hälfte, die ich je im Fußballspiel gesehen habe. Da fand ich auch meiner grausam, bis dann am Ende die Gegner ein bisschen müder wurden und er plötzlich mit dem Platz mehr anfangen konnte. Also da finde ich es ein bisschen gemein, immer Duda sich rauszupicken, weil man hat gegen Slowacko sehr davon profitiert, dass sie einfach nicht die Kraft dafür hatten, das über 90 Minuten durchzuziehen. Und dann haben eben am Ende Thielmann, Hector, Skiri und eben auch Meiner das gut ausnutzen können, dass der Platz da war. Aber als es eng war, haben sich alle schwer getan. Und gegen Bochum, ich hatte auch damit gerechnet, dass Duda nochmal spielt. Ich habe nach dem Slowacko-Spiel mal überlegt, so, okay, wer war jetzt draußen, der wurde geschont, wie wird die Startelf aussehen, hatte die genauso auch vorhergesagt und hier aufgeschrieben. Und ich hätte es auch so gemacht mit Duda gegen diese vermeintlich, und so kam es dann ja auch tiefstehenden Gegner. Und ich habe mir das auch gerade extra nochmal aufgemacht, weil ja klar war, dass wir über Duda sprechen würden. Und der ist einfach echt, also ich sage auch nicht, dass er gut gespielt hat oder so, aber der hat es halt, der hatte echt keinen Ballkontakt, wenn man sich den 16er verdoppelt im Prinzip, dann ist wirklich diese Ballkontakt-Map sozusagen, das ist wirklich, also mit viel Wohlwollen sind da 8 bis 10 Ballkontakte drin, die in diesem verlängerten doppelten 16er sind, wo der ja eigentlich rein muss. Und trotzdem glaube ich, dass der einfach auch
nicht davon profitiert, beziehungsweise darunter leidet, dass die Bälle einfach so oft auf dem Flügel gespielt werden. Und ich finde es, also natürlich spielt er gerade nicht so gut, aber ich mag das auch, es kotzt mich einfach auch an, dass jeder immer nach dem Spiel, was nicht gewonnen wird, unter einer FC-Aufstellung oder irgendeinem Post schreiben muss, ja, oh, Schmitz und Duda so scheiße, ja, Duda, bla bla bla. Deswegen stößt mir das ein bisschen sauer auf und ich möchte irgendwie Duda verteidigen. Und er hat nicht gut gespielt, aber der hat jetzt auch nicht so schlecht gespielt. Er war Teil der Teamleistung. Der hat wahrscheinlich eine Passquote, die absolut in Ordnung ist. Hat halt nicht das gemacht, wofür er... Ja, und das als also relativ Offensivspieler. Das ist natürlich auch ein Zeichen, dass er nicht diese Risikobälle gespielt hat, die er hätte spielen sollen. Aber es war jetzt auch nicht so, als wäre das jetzt ein Totalausfall gewesen. Also, wenn ich da mal eine neutrale Quelle heranziehen kann, sofern man den Kicker als neutral bezeichnet kann, hat Duda eine Note 5,5. Also, das ist jetzt die schlechteste Note. Ja, was ist das denn für eine Note? Also, das hat sich irgendwie hingesetzt und gesagt, ja, den fand ich nicht gut. Also, so leistungsmäßige, also so automatische Sofascore, Who-Score sind da auf jeden Fall deutlich gnädiger als irgendein so Kicker-Redakteur, der sagt, ja, ich muss die Stimmung wiedergeben, ja, du da, es ist gerade unbeliebt, gebe ich dir eine schlechte Note. Also, ja, das okay, ist die beste Quelle. Ich habe hier Kicker gerade auf. Ich habe auch Thielmann, der beliebt ist, der ist mit einer 5 da rausgegangen, mit einer 5,0. Tigges, der relativ unbelastet ist, ist mit einer 5,0 da rausgegangen. Also, das sind halt auch Spieler, die... Quatschnoten. Also Kickernoten kann man ja wirklich, also nichts gegen dich, aber ich finde Kickernoten sind sowas von wahllos. Also ich muss ganz ehrlich sagen, da gebe ich tatsächlich auch dem Jan Lukas recht. Also dass Hector eine 3 da hat, ja, dafür war es auch kein überragendes Spiel, also dafür war es jetzt auch kein befriedigendes Spiel, weil auch Hector gerade in dem Spiel einige eklatante Fehlpässe gespielt hat. Und, ja, das stimmt. Also, ich glaube halt einfach, bei André Duda ist auch immer so ein bisschen dieses, dass man von ihm nochmal mehr erwartet. Also, von André Duda wird man mehr erwarten als von einem Dejan Ljubicic. Einfach spielerisch, weil der halt einfach mehr gekostet hat. Das ist, auch wenn das wahrscheinlich sehr unfair ist, aber das ist, ich ertappe mich ja auch dabei so. Jo, der verdient hier so viel und der hat so und so viel Ablöse gekostet, das muss der jetzt mal langsam zurückzahlen. Aber was ich sagen muss bei André Duda, was im Vergleich zu der letzten Saison zum Beispiel zeigt, ist, dass er zumindest sehr viel nach hinten arbeitet. Der hatte 3-4 Mal Ballgewinne, die, ich sag jetzt mal vorsichtig, um den eigenen 16er sind. Und das war in den letzten Jahren sicherlich nicht Dudas Kernkompetenz bei uns. So das mit nach hinten verteidigen, das nochmal aggressiv dagegen gehen, das Tackeln mit einer Grätsche. Und ich glaube einfach, dass wir da noch nicht dieses hundertprozentige Spielsystem gefunden haben. Weil wenn der Gegner sich halt wie Bochum da mit 9 oder 8 Mann hinten reinstellt und dann wie nur noch 2 vorne an der Mittellinie hat, die dann halt schnell durchstarten sollen, dann wird natürlich auch der Platz um den 16er eng. Und dann ist es, glaube ich, auch immer schwierig, da diese Lücken zu finden. Also ob der 10er dann Duda heißt oder Ljubicic oder wer auch immer. Ich meine, da hat sich ja gestern keiner in den ersten 60 Minuten als der wahnsinnige Überspieler hervorgetan bei uns. Ich will mal ganz kurz aufgreifen, was Jan Lukas gerade gesagt hat. Ich habe mal bei Who Scored geguckt, welche Note André Duda da bekommt. Die geben ja keine Schulnoten, also nicht wie beim Kicker, eine 5 ist eine schlechte Note, sondern die geben ja immer 10,0 ist das Maximum und dann wird da statistisch gesehen quasi abgewertet. Da ist er der 5. beste Spieler der Mannschaft, also von 10 Feldspielern ist er genau im Mittelfeld. Hector hat eine 7,4, das ist die beste Note tatsächlich. Haben wir auch ein bisschen überrascht. Hübers 6,9, Soldo 6,6, Siri 6,8, Kainz 6,7. Und dann kommt Duda mit einer 6,4. Also eine bessere Note als zum Beispiel Dejan Ljubicic in dem Spiel jetzt hier. Sollte man vielleicht auch erwähnen. Ja, ganz kurz, weil ich habe gerade SofaScore offen. Ja? Und da ist auch Jonas Hector der bestbewerteste, weil der jetzt gerade hier so schlecht wegkam. Ja, also, aber lag wahrscheinlich auch an der Vorbereitung da. Ja, ich
vermute mal, dieses Eigentor spielt eine Rolle. Also das hat er ja wirklich aufgelegt quasi für Benno, das Eigentor in der Bewertung. Und es gab auch in der Tat diese 4 Fehlpässe, nur halt wird Hector wahrscheinlich die meisten Ballkontakte bei uns haben. Und dann spielt er halt 4 Fehlpässe und dafür 87 Pässe genau zum Mann. Nur hat man diese vier Fehlpässe immer deutlich eher präsent. Das ist halt Defizitorientierung, das ist immer normal. Das ist natürlich ganz schön. Hat Toni Kroos ja bis heute diesen Makel, dass man immer sagt hier, oh, den einen Todespass, obwohl der Typ halt 200 Pässe pro Spiel spielt. Und dann ist halt einer mal scheiße davon und der wird dann immer vors Tablett geworfen. Ich habe mal eine Frage an euch. Ist so ein bisschen eine Frage, die gerade auch so im Chat ist, weil der Reporter sagte, dass du da der beste Spieler im Kader ist. Ich habe mit dem Javier vor dem Spiel mich drüber unterhalten, wen wir für den besten Mittelfeldspieler beim FC halten. Sagt mal bitte eure Einschätzung dazu, wen ihr für den besten Mittelfeldspieler bei uns haltet. Die Antwort auf diese Frage ist immer Jonas Hector. Zählt Hector als Mittelfeldspieler? Hector jetzt als Mittelfeldspieler oder als Linksaußen? Ja, Hector selbst also als Hector bester ist, Innenverteidiger, als bester Rechtsverteidiger, als bester Linksverteidiger, genau. Als bester Linksaußen, also wenn, bester Stürmer. Wenn Hector nicht ist, ist es für mich ganz klar Skiri. Dicht gefolgt von Ljubicic, aber wenn wir von Mittelfeldspielern, Skiri und Ljubicic sind für mich das Maß der Dinge im Mittelfeld, es sei denn, Hector spielt im Mittelfeld. Welten ich halt zwischen Skiri und Ljubicic, in meinen Augen. Ja, bitte? Ich habe akustisch. Welten zwischen Skiri und Ljubicic. Also, das heißt nicht, dass Ljubicic da nicht hinkommen kann, aber aktuell ist Skiri für mich auch nur nicht erstgenannter, weil es halt einen Jonas Hector gibt. Aber für mich ist das mit Abstand, ist ein herausragender Spieler im Sinne der Bedeutung. So. Ja. Ja gut, was Ljubicic halt kann, der hat Zug zum Tor. Das hat jetzt weder Skiri noch Duda in ausgeprägter Weise beim 1. FC Köln. Insofern hat da jeder seine Stärken. Duda ist natürlich derjenige, wo du sagst, wenn der mal eine richtig starke Phase hätte, ist das wahrscheinlich der feinste Techniker im Kader. Vielleicht mit Marc Uth zusammen oder wieder mit Hector oder so. Das Problem ist aber, wie viele Jahre spielt Duda jetzt Bundesliga? Mindestens? 7, 8, ja, so irgendwie. 7 hätte ich jetzt gesagt. Ja, und der schafft es halt in dieser gesamten Zeit nicht, seine Fähigkeiten mal konstant und konsequent auf dem Rasen zu bringen. Der ist ja überhaupt nur bei uns, weil er halt in Hertha, also bei Berlin, in Hintertreffen geraten ist und da der Trainer nicht mehr auf ihn gesetzt hat. Das hat ja auch seine Gründe. Der schafft es halt einfach nicht, das konstant abzurufen. Skiri hat halt so einfach ein Grundniveau, wo der nie drunter fällt. Bis auf ganz wenige Spiele, wo er mal einen ganzen Blackout irgendwie hat, wenn er total überspielt ist oder so. Aber bei Skiri ist es wie so ein Ikea-Möbel, du kriegst genau, was du weißt. Und es ist zuverlässig, das funktioniert, das hält ja das Mittelfeld zusammen, alles gut. Und Duda ist halt so derjenige, entweder klappt das richtig geil und der zerschießt dir die ganze Abwehr wie damals gegen Augsburg unter Friedhelm Funkel, oder du siehst den halt irgendwie 90 Minuten nicht und der spielt die Todespässe da in den Fuß des Gegners. Da ist einfach die Distanz zwischen den Leistungen größer bei Duda als zum Beispiel bei Skiri. Ich glaube, hattet ihr das nicht sogar bei euch auch im Podcast drinne, die Stimme aus Berlin, als Duda zum FC kam, wo darauf hingewiesen wurde, dass Duda sich wohlfühlen muss. Und ich glaube, dadurch, dass er auch eine größere Konkurrenz mittlerweile auf seiner Position hat und nicht mehr das uneingeschränkte Vertrauen des Trainers spielt, okay, jetzt in der Situation vielleicht schon, aber weiß, dass er da auch eine große Konkurrenz hat, ist der Wohlfühlfaktor bei ihm nicht mehr so hoch. Vielleicht wirkt sich das auch auf sein Leistungsniveau aus. Keine Ahnung, kann sein, dass damit was zu tun hat, weil ich fand ihn früher stärker, wo er der Spielgestalter schlechthin war, da fand ich ihn stärker. Ich habe sogar ein bisschen das Gefühl, der versucht gerade so sehr, diesen Baumgart-Plan da zu erfüllen, dieses Skiri-Spiel von wegen, ich muss überall hinlaufen, dass er nicht mehr da ist, wo er sein muss. Ich habe ein bisschen sogar das Gefühl, dass seine Kernkompetenz verpasst, oder? Ja, so eine Überambitionierung irgendwie, dass der so sehr versucht, diesen Baumgart-Style in sein Spiel zu integrieren, dass der Duda-Style dadurch verloren geht. Das ist eine interessante Perspektive, habe ich schon nicht drauf geachtet. Vielleicht muss ich einfach mal sagen, hier Junge, lauf mal 2 Kilometer weniger im Spiel oder vielleicht nur einen oder so weniger laufen. Ljubicic und Skiri machen das für dich und dafür hast du mal so ein bisschen mehr offensive Freiheiten. Aber ich glaube, weiß nicht, ob Baumgart und du da in der Hinsicht zusammenfinden werden. Keine Ahnung. Ja, aber
Ich übrigens ist André Duda in seiner 8. Bundesliga-Saison. Ja. Ich habe es gerade nachgeguckt. Der Junge ist jetzt 27, ja auch kein Nachwuchstalent ne? mehr. Ne? Der ist aber der ist auch erst 27. Ja, das ist aber schon ein gestandener Spieler. Ne? Ja, aber also 27, 8 Bundesliga-Saison ist jetzt auch nicht so schlecht. Nö, klar, aber wie viel davon hat der wirklich unumstritten? Aber war der nicht zwischendurch auch mal, auch wenn Hertha der Stammverein war, irgendwie nach England verliehen? Ja, ausgeliehen, ein halbes Jahr. Ja, ja. Ach, nur ein halbes Jahr, okay, gut. Ich dachte länger, ja. Nach Norwich. Der war ja nie unumstrittener Stammspieler, mal so eine Saison lang. Also das, was Giri ja quasi ist, seit er 24 ist oder so. Ja, also ich habe gestern auch etliche Male gegen Duda geflucht, weil Duda auch tatsächlich dieses Phlegma hat, hält den Ball immer einen Müh zu lang. Das sieht alles dann gut aus und dann läuft er auf den Gegenspieler zu und dann denkst du so, ja und jetzt rechts rauslegen oder links rauslegen oder nochmal ablegen. Und dann behält er den Ball zu lange und dann ja steht der Gegenspieler vor dem, dann geht der Kopf geflügelt wieder hoch. Ja, dann ist halt vorbei. Und das ist gestern, glaube ich, 3-4 Mal passiert und dann denkst du so, immer dasselbe. Die gute Nachricht ist, gegen Dortmund wird aller Voraussicht nach Marc Uth zurückkehren. Und das kann ja einfach nicht vom Schaden sein, ne, dass der zurückkehren wird. Das wird nicht schlechter sein, was Marc Uth zeigt, wenn er richtig fit und im Vollbesitz in den Kräften ist. Wer ist er denn nach 10 Wochen Pause schon weit genug, auch wenn jetzt Länderspielpause ist, vielleicht als Ergänzungsspieler, der dann reinkommt und nochmal frischen Schwung bringt, aber nach der längeren Auszeit und dann auch direkt gegen so einen Gegner, tue ich mich schwer. Aber ich bin bei dir. Ich war froh, als ich heute gelesen habe. Das hat mich echt doppelt gefreut. Einmal für Uth, aber auch einmal für das Kollektiv, dass er wieder mit der Mannschaft trainiert hat. Ja, aber alte Jürgen Klopp-Regel. Lange verletzte Spieler sind in den ersten 2-3 Spielen nach der Verletzung immer richtig gut, weil die da noch richtig ausgeruht sind, Bock haben und wieder mega viel Bock haben, gegen den Ball zu treten. Dieses Down kommt meistens immer erst so im zweiten, dritten Spiel nach der Verletzung, also dann in irgendeinem Europa-League-Spiel wahrscheinlich bei uns. Aber ich denke, du musst ja auch gar nicht Marc Uth von Anfang an bringen. Du kannst ja diesen Move machen, Jovicic dahin zu stellen und dann halt Martel hinten reinzustellen oder vielleicht auch mal Hussein Basic eine Chance geben. Gut, vielleicht nicht direkt gegen Dortmund, aber gegen hier Partizan oder so. Könnte man ja überlegen. Und was ich auch zu bedenken geben möchte, ich glaube, Dortmund hat gerade aktuell keine Sechser mehr. Also Sully verpasst jetzt die Länderspielreise, weil der irgendwie angeschlagen ist. Mhm. Hier, Dahoud ist ja eh schon dauerverletzt. Ja, dann haben wir noch Emre Can. Also, da kann man auch mal einen guten Zehner gegen stellen. Ne? Jetzt sind wir ein bisschen im Vorschau-Segment gegen Dortmund, ne? Aber ist ja okay eigentlich. Wir springen ein wenig. Ja. Ja, aber. Sollen wir jetzt schon dahin oder wollen wir noch schnell mal. Lass uns wir noch wollten mal noch Slowacko besprechen. Ja, okay. Lass uns vorher noch mal Linden Mayner loben. Linden Mayner. Der hat ja das Tor hier gemacht zum 1-0, zum 1-1, sorry. Und das ist natürlich richtig fies, wenn du als Mannschaft ab der 70. K.O. bist, jetzt wie Bochum, weil du halt auf diesem Regenplatz da wirklich ackern musstest und alle Lücken da waren zulaufen musst. Und dann kommt da so ein fieser, kleiner, schneller, so ein ganz fieser Dribbler, der wurde genau weiß, wenn ich ihn einmal falsch berühre, dann fällt der und es sieht immer aus wie ein Foul, weil der so wenig wiegt und so klein ist und so. Der hat dazu irgendwie eine Topspeed von, weiß ich nicht, 36 km/h oder sowas. Das ist natürlich für jeden Gegner eine richtig krasse Herausforderung. Und jetzt so langsam, aber sicher scheint er auch seinen Torriecher zu finden. Weil das ist ja das, was ihm am Anfang gefehlt hat. Der hat ja immer die Situation gehabt. Aber jetzt gegen Slowacko und auch gegen Bochum hat er jetzt seinen Riecher dann doch scheinbar gefunden. Und das kann ja nur von Vorteil sein, wenn so einer auch jetzt anfängt, Tore zu schießen. Ist übrigens in der Kicker-Elf des Spieltags. Ja. Und eine 7,5 bei WhoScored, um das nochmal zu erwähnen. Das als Einwechselspieler? Ja. Cool. Also, ich muss auch sagen, meiner hat das gut gemacht. Der hat ja auch eine Wahnsinnschance, die vorher, wo vorher Riemann richtig stark hält, dieser Kopfball da am zweiten Pfosten. Vermutlich abseits, muss man dazu sagen, aber trotzdem. Wenn aber sehr knapp. Mhm. Aber da habe ich schon verzweifelt, weil ich gedacht habe, so, das ist doch nicht wahr. Also kriegen wir jetzt da nicht irgendwie das Ding über die Linie. Und das Tor ist auch erzwungen. Also der Winkel bei dem Tor ist spitz und dann durch die Beine von einem, glaube ich, ganz gut aufgelegten Manuel Riemann. Das war schon unfassbar wichtig. Und
ich kann euch sagen, ich habe vor dem Tor nichts gesehen. Denn, das hat aber mit dem Alkohol zu tun gehabt, oder? Nein. Es gab im Stadion, glaube ich, nur alkoholfreies Bier. Und ich stand aber mit Reik und der Hamburger Crew, weil wir uns dann in der Halbzeitpause vor am Bierstand getroffen haben und relativ spät wieder zur zweiten Halbzeit hochgekommen sind. Also da hatten wir vielleicht noch 2-3 Minuten Pause. Bist du aber halt nicht mehr weiter nach oben gekommen. Und wir standen halt im Prinzip in diesem Aufgang und kamen dann nicht mehr weg. Und wenn dann ein paar Fahnen geschwenkt werden, dann hast du halt nicht mehr die freie Sicht aufs Spielfeld. Und ich habe bei diesem Tor wirklich nur den Ball durch Riemanns Beine rutschen sehen und im Netz einschlagen sehen. Und dann sind halt alle, die da umher standen, übereinander gefallen, mehr oder weniger. Und war eine kollektive Erleichterung einfach auch zu spüren. Weil ich glaube halt, das 1-1 ist halt auch ganz wichtig für die Moral der Truppe. Ja, ja. Total. Damit du halt weißt, dass du dich halt auch für diesen Aufwand belohnst. Ja. Und vor allen Dingen bleibt so ein bisschen dieser Baumgart-Nimbus, ne? Nur ein einziges Mal 2 Spiele in Folge verloren. Ja. Das war damals Wolfsburg und Stuttgart, da die beiden letzten Saisonspiele. Sonst ja nie. Und ne, das ist, glaube ich, ganz gut, so einen Nimbus auch so im Hinterkopf zu haben als Mannschaft. Überhaupt nur eine Niederlage zu haben jetzt in 7 Spielen, das ist ja schon beeindruckend für eine Mannschaft mit Doppelbelastung und einem Kader, wo jeder sagt, das wird eng und so. Deswegen finde ich auch, dass dieses 1-0 extrem wichtig war. Wenn Soldo das Ding dann am Ende noch reinschweißt, klar, dann siehst du ja gar nichts mehr, Marco, für die nächsten 10 Jahre, wahrscheinlich nicht mehr. Dann hätten wir dich heute gar nicht, hätte mich heute noch im Stadion bergen müssen, wahrscheinlich. Du bist wahrscheinlich irgendwo in die Tribüne eingewachsen, ja, zu dem Moment. Aber ich finde auch ganz wichtiges Tor. Denke aber auch, wir haben jetzt das Bochum-Spiel zur Genüge besprochen und würde gerne noch zumindest 2, 3 Sätze zu Slowacko sagen. Bis auf die Zeit zwischen der, weiß ich nicht, 45. und 60. eigentlich ein gutes Spiel. Ja. Aber wäre das nicht, aber das war auch ein Typ, das war doch eigentlich ein FC. Typischer FC-Move in der zweiten Halbzeit. Ja, ja. Definitiv, ne? Definitiv. Der FC kann froh sein, dass ich mein Bier schon ausgetrunken hatte. Ich hätte fast meine Bierflasche im Fernseher versenkt. Also, ich war so unfassbar sauer. Weil du hast den Gegner in der ersten Halbzeit so im Griff. Und wenn Ljubicic da in der, weiß ich nicht, 41., 42. das 3-0 machst, dann haben wir die wahrscheinlich 5-6-0 aus dem Stadion. Und dann kommst du aus dieser Halbzeit und du merkst, dass Slowacko einfach deutlich griffiger war. Und du kommst einfach dann nicht mehr. Die Räume waren viel zu groß, die wir denen gegeben haben. Wir waren nicht mehr so nah dran. Wir waren nicht so giftig, weil in der ersten Halbzeit haben wir denen ja ständig auf den Füßen gestanden und haben die unter Druck gesetzt. Und das ging in der zweiten Halbzeit völlig uns ab. Und das war erschreckend. Wirklich. Aber Vorsicht, das kann aber auch ein bisschen täuschen, weil wir waren zwar früh 1-0 in Führung, aber wir hatten auch zweimal richtig Glück, wo die mit Weitschüssen aufs Tor geschossen haben, wo Schwäbe echt grandios gehalten hat. Ja, oder sogar in den Strafraum kam. Oder in den Strafraum sogar auch kam. Und da hätte es auch ganz schnell 1-1 und 1-2 stehen können, bevor wir das 2-0 knallen. Ne? Also da hatten wir schon mit Schwäbe wieder einen Bombenrückhalt hinten drin, ne? Der uns echt da die Null gehalten hat. Und dann machen wir das 2-0 und klar muss dann kurz vor der Halbzeit, oder was kurz vor oder kurz nach der Halbzeit, noch das 3-0 fallen. Dann wäre das Ding durch. Aber trotzdem, also wir hatten da echt auch vorher schon Glück gehabt, dass die Slowaken da nicht nochmal rangekommen sind. Und Tschechen. Ja. Tschechen. Ja, Slowacko und Tschechen, ja. Ja, aber das würde ich auch in die Falle getappt. Das würde ich auch unterstützen wollen. Ich fand nämlich auch, das waren ja 2 Eckentore, ne? Also es war jetzt wirklich nicht so, als wenn das jetzt ein Fußballfest gewesen wäre und du sagst, ja, gegen einen unterklassigen Gegner oder vermeintlich unterklassig hätten wir die im Sack gehabt. Also wir hätten die im Sack gehabt,
aber nicht durch eine gute Leistung, sondern durch Effizienz. Und ich fand das Spiel wirklich grottenhaft. Also ich war im Stadion, auch mal ausnahmsweise mal im Oberrang der Südkurve mit ein paar lustigen Leuten. Und die haben sich wirklich auch, also ich war alleine da, weil ja durch verschiedene Umstände. Jedenfalls war das dann sehr lustig, mal so ein bisschen so Meckerstimmung irgendwie aus dem Oberrang mitzukriegen. Und die waren wirklich außer sich und hatten auch natürlich auch allen Grund dazu, weil wirklich die Pässe kamen ja wirklich fürchterlich. Also ich weiß nicht, ob man es im Fernsehen auch so wahrgenommen hat, aber im Stadion waren wirklich alle außer sich, was da für seltsame Bälle gespielt wurden, irgendwelche Pässe über die Seitenauslinie, weil man da irgendwen gewähnt hatte. Ganz, ganz schreckliches Spiel. Und ja, das fand ich wirklich fürchterlich. Du hast aber auch gemerkt, dass die Mannschaft, so wie sie da auf dem Feld war, noch nie zusammengespielt hat, auch vor allen Dingen in der Defensive. Ja. Und mit Soldo vor allen Dingen auch da hinten drin jemand war, den man noch nicht so richtig ins Spiel mit integriert hat, wie auch in der Kürze der Zeit. Das hat man gemerkt, das war eine Verunsicherung da. Wenn du dann so einen Doppelschlag bekommst, es waren auch viele junge Spieler auf dem Feld, dann schwimmst du. Ne? Das ist ganz klar. Deswegen hat Baumgart ja auch gut reagiert. Die einzige Möglichkeit, die er hatte, die hat er dann gezogen, dass er da echt Erfahrung dann auf den Platz gebracht hat mit Hector und mit Hübers. Und damit hat es und Skiri, okay, Duda hat aber auch die Erfahrung, ne? Aber mit den Skiri hat er dann auch mit reingebracht. Und damit hattest du dann eine gewisse Stabilität, Routine, Erfahrung und so weiter mit dabei. Und du hast gemerkt, dass genau mit diesem Wechsel dann auch die Stabilität des Spiels als auch die Sicherheit der Mannschaft gewachsen ist. Ne? Dann hast du natürlich noch Glück, dass es auf der einen Seite keinen Elfmeter gibt und auf der anderen Seite du einen Elfmeter bekommst. Und dann hat das Spiel seinen Lauf genommen. Also ja, bin ich dabei, aber ich weiß nicht, ob man Slowako da für einen Elfmeter geben muss. Die Sache ist, du hast keinen VAR. Und wenn der Schiedsrichter das auf dem Platz so sieht, dass das ein Elfmeter ist, ich habe es auch nicht als Elfmeter gesehen, aber es gibt mit Sicherheit Schiedsrichter, die sowas auch pfeifen. Mit VAR spielen wir dieses Spiel 90 Minuten in Unterzahl. Ich will jetzt schon wieder auf den guten Herrn Duda eindreschen. Meinst du, Duda hätte da in der zweiten Minute Rot bekommen? Das ist so ein klassisches Zeitlupenrot. Je öfter es guckst, umso roter wird das. Boah, der kommt aber von vorne, der Spieler sieht ihn, der zieht in letzter Sekunde auch noch das Bein ein. Ich glaube nicht. Wir fragen mal den Chat. Schreibt mal Rot oder Gelb, Chat. Rot, wenn er sagt, der wäre mit VAR geflogen. Und Gelb, wenn er sagt, nö, Gelb hätte auch der VAR nicht angezweifelt. Aber ich sag, also wenn Drexler mit Rot fliegt, dann müsste eigentlich auch Duda mit Rot fliegen. Wenn man da das als Maßstab ansetzen würde. Gut, vielleicht pfeifen die Europäischen ein bisschen kulanter, kann natürlich sein. Finde ich übrigens gar nicht. Ich finde, europäisch pfeifen die, da sitzen die gelben Karten viel loser bei denen, ja, in den Taschen. Also ich finde, man merkt leider auch, dass in der Conference League jetzt auch nicht die europäische Elite pfeift. Ja. Das hast du schön formuliert. Aber auch nicht die europäische Elite. Nee, richtig, das gleicht sich voneinander an quasi. Jetzt gegen Nizza hatten wir ja einmal Pech, einmal Glück. Ne? Also dieser Handelfmeter, kann man so ein bisschen diskutieren beim Nizza-Spiel. Das Foul von Skiri wurde nicht geahndet, also in der Summe passt das. Jetzt hier bei Ljubicic hatten wir auch ein bisschen Glück, also muss jetzt auch nicht zwingend Elfer geben mit VAR und allem drum und dran, also weiß ich nicht. Aber das Dingen ist für mich mehr Elfmeter als das Ding für Slowako. Also ihr kennt mich ja inzwischen auch, ich bin ja eh dafür, dass überhaupt nichts irgendwie ein Foul oder ein Elfmeter ist, wenn nicht da irgendwie das Bein abgeschraubt wird vom Gegenspieler. Ist okay, also ich beschwere mich nicht, aber ja, der Chat schreibt gerade gelb, rot, gelb, gelb, mit VAR rot, also die Meinungen scheinen gespalten und damit sieht man schon, je nachdem, wer da der VAR ist und wie der das bewertet, kann man da auch wieder so eine Münzwurfentscheidung haben. Ja. Gut, ist auch egal, ist ja nicht passiert, also wir wollen ja auch nicht über ungelegte Eier reden, aber ich sehe es wie Tittenkalle, offene Sohle gegen Schienbein, ne, ist schon in der Zeitgruppe immer sehr rotwürdig dann sowas. Ja. Aber, also ich glaube halt einfach, dass was uns gegen Slowako einfach den Arsch gerettet hat, war einfach dieser Dreierwechsel. Ja, also, ja, weil der natürlich auch Ljubicic auf die Zehen gerückt hat, dieser Wechsel. Ne? Das war so der entscheidende Punkt. Und was man auch nicht vergessen darf, ich fand
Madl als alleinige Sechs. Du hast einfach gesehen, dass die Tschechen einfach da wenn die einmal an dieser Dreierkombi Ljubicic, Duda, Meiner vorbei waren, war da einfach viel, viel Feld. Und glaube, ja, dass du mit Skiri einfach auch nochmal das Mittelfeld einfach viel mehr verdichtet hast. Und natürlich der Move, Ljubicic auf die 10 zu setzen, war jetzt auch nicht der verkehrteste. Und das hat dem Spiel einfach eine ganz andere Dynamik gegeben. Und das war ja auch der Moment, wo du gemerkt hast, so, oh, jetzt dreht sich hier einmal wieder komplett alles. Und du hattest ja dann, wie viele Minuten da später, 5 Minuten, 6 Minuten später, dann diesen Elfmeter, den Ljubicic dann auch reinmacht. Und auch dann gehst du halt trotzdem weiter aufs Gas und dann hast du halt auch diese Umschaltmomente und dann dieser Lauf von Meiner gegen, ich glaube, wirklich sehr platte Tschechen war dann tatsächlich gut. Die Flanke war dann auch tatsächlich sehr gut. Ja, und dann drückt den halt Ljubicic das 2 mal über die Linie und aber eigentlich können wir doch da sehr froh sein, dass wir dieses Spiel einfach gewonnen haben, auch wenn es jetzt eher mal nicht das beste Spiel unserer Saison war. Weil im Nachgang interessiert sich für das Spiel, also wenn du nachher in der Gruppenphase weiterkommst, als Erster oder Zweiter, dann spricht doch keiner mehr darüber, wie du denn am zweiten Spieltag, ob das 4-2 gegen Slowako gerechtfertigt oder ungerechtfertigt war. Spricht kein Mensch mehr drüber. Nein, frag doch mal die Frankfurter, wie die in der Gruppenphase gespielt haben. Ich fand es auch nicht ungerechtfertigt. Ne? Also, nein, ungerechtfertigt war es nicht, sondern, aber es war trotzdem hatten wir ein bisschen das Spielglück dabei. Ja, es war so ein bisschen eine Kopie von dem Verherber-Rückspiel. Ne? So gute Ecken, guter Schwebe, reicht in der Conference League anscheinend, um da was zu reißen. Ja. Nimm ich. Also wird halt gegen West Ham oder so immer nicht mehr reichen, aber ja, solange es reicht, reicht's. Ja, müssen wir so lange ausnutzen, wie es auszunutzen geht, ne? Ja. Und hier, Fetty Page schreibt, der Schiri hat einen Gelbkartenrekord, 90 Gelbe in 20 Spielen, also ja, weiß man, was man kriegt. Ja. Das fand ich übrigens, wo ich das gerade höre, kurios. Kann mir das jemand erklären, vielleicht auch im Chat oder sonst von den Hörern per E-Mail oder so, warum hat RTL Plus einen anderen Kommentatoren als RTL lineares Fernsehen? Warum? Ja, wo ist da der Sinn? Weiß ich auch nicht. Also ich habe tatsächlich gedacht, wenn das bei RTL im linearen Fernsehen läuft, wird das nicht bei RTL Plus übertragen. Ja, und ich dachte andersrum. Bei RTL Plus läuft, kann es ja nicht im Fernsehen laufen. Und dann aber ist RTL Plus nicht nur nicht rein Streaming und RTL sollte man meinen, aber nein. Nur linear? Also, nein, also das ist ganz kurios. Ich kann, wenn ich die RTL Plus App öffne, kann ich entweder den RTL Livestream anmachen und dann sehe ich da wahrscheinlich Steffen Freund und wer immer der Kommentator war, keine Ahnung. Den man auch ausblenden kann. Ja, aber wenn ich einfach auf das Spiel klicke in der RTL Plus App, dann kriege ich einen Kommentar von Robbie Hunke, was ich natürlich sehr gut finde, und keine Halbzeitshow. Also in der Halbzeit war da nicht irgendwie Lothar Matthäus oder weiß der Geier, wer da ist. Da war einfach nur die Highlights des Spiels, die da so in Dauerschleife durchnudelten. Aber warum schicken die 2 Kommentatoren hin? Ich reihe das überhaupt nicht. Robbie Hunke sitzt nicht im Stadion. Warum gibt's ihn überhaupt? Also, warum nehme ich einfach die Kommentare vom RTL halt, vom normalen RTL? Das kann ich dir nicht beantworten. Schreib mal, Robby, du hast ja die Nummer von dem. Schreib dir mal, ich will das wissen. Ich schreibe ihn jetzt. Schreib dir mal eine Sprachnachricht, oder sprich dir mal eine Sprachnachricht. Ich schreibe ihm jetzt eben. Ja, das vielleicht kann er live antworten. Das macht überhaupt keinen Sinn. Das ist doch Geldverschwendung ohne Ende. Wenn die dann 2 Kommentatoren bezahlen, dann wird dasselbe Spiel für dieselbe Plattform vom selben Sender kommentieren. War aber letztes Jahr gegen Eintracht, also bei der Eintracht in Europa schon genauso. Also, wenn nichts Neues. Naja, also, Ljubicic, noch ein Wort zu ihm jetzt beim Slowacko-Spiel. Man sieht schon, warum der Junge in jungen Jahren schon Kapitän von Rapid war. Allein, dass der diesen Elfmeter selber schießt, nachdem er gefoult wurde und den komplett souverän und ohne zu zögern reinschießt, hat er gegen Regensburg ja auch schon getan, den Elfer so stramm und stumpf da reinzuhauen. Macht nicht jeder Spieler vom 1. FC Köln, habe ich gehört, einen Elfmeter einfach mal reinschießen. Ja, insofern sieht man schon, dass das so potenzielles Bossmaterial ist bei dem. Ist ja auch für die österreichische Nationalmannschaft nominiert. Keins nicht, nur auf Abruf.
Das muss jetzt nicht jeder verstehen. Warum das Lubitsch versteht es nicht, ne? Lubitsch hat gesagt, ich verstehe nicht, warum Florian nicht dabei ist. Ja, das ist halt Ralf Rangnick, ne? Der will halt keine Flankengeber, der will halt irgendwelche starken Mittelfeldspieler haben, am besten 11 davon. Ja, gut, sei ihm unbelassen. Finde ich ganz gut für uns, also schade für Florian Kainz, aber ich bin ganz froh, wenn der Junge jetzt zwei Länderspieler hätte machen müssen, oder viele jetzt ja spielen, keine Ahnung, weiß ich nicht. Hab mich da gar nicht mit beschäftigt. Ich weiß gar nicht, was für Länderspiele jetzt anstehen, überhaupt keine Ahnung. Ist das nicht diese komische Nations League? Ja, irgendwie so, aber ist da Österreich noch dabei? Keine Ahnung, ich weiß es alles nicht. Ist mir auch vollkommen wurscht. Ich werde davon nichts konsumieren. Ich bin einfach froh, dass Kainz sich da nicht verletzen kann und zu Hause bleiben wird. Der verletzt sich im Training. Ja, ich hab's jetzt gejinxt, ne? Ja, ja. Ja. Wird von, weiß ich nicht, vom herbeigeeilten Sally Özcan umgeflext, der nochmal mittrainieren wollte. Aber apropos Sally Özcan, der spielt ja bei Dortmund und der Chat hat gerade schon geschrieben, der ist nur verletzt, um diese Länderspielpause vielleicht zu bekommen und wird gegen Köln auf jeden Fall safe spielen. Aber der Chat hat auch gemutmaßt, uns wird das Spiel gegen Dortmund sogar ein bisschen leichter fallen als Spiele gegen Union, gegen Stuttgart oder gegen Bochum, weil Dortmund ja selber ein bisschen mehr fürs Spiel tun wird. Wie schätzt ihr den kommenden Gegner ein? Haben wir da eine Schnitte gegen Dortmund? Ich finde es immer gut, gegen so Top-Teams zu spielen, wenn vorher natürlich lieber europäischer Wettbewerb war oder aber Länderspielpause, wo dann im besten Fall die letzten Spieler erst 2 Tage vor dem Spieltag irgendwie eintrudeln. Dortmund hat jetzt, das war jetzt heute irgendwie auch ganz groß, irgendwie in den nächsten, was weiß ich jetzt, was genau die Zahl war, aber irgendwie immer 3 Spiele, gefühlt jeden dritten Tag ein Spiel. Das wäre natürlich schön, wenn man am Ende von der Serie gegen die spielen würde, aber das ist jetzt auch kein Wunschkonzert. Ich glaube, es könnte ein kleiner Vorteil sein, dass die eben vielleicht etwas später zusammen sind, weil was jetzt bei uns eben nicht so ist, dass jetzt alle Nationalspieler sind, wie man es bei Kainz gerade gesehen hat, wo ich auch froh bin, dass der Köln bleiben kann, vielleicht auch mit der Familie, die ja relativ frisch noch irgendwie Zuwachs bekommen hat, also nicht richtig frisch, aber da war doch irgendwie vor 1-2 Jährchen mal was. Ja, das könnte natürlich ein Vorteil sein. Ohnehin ist es jetzt mal wichtig, dass man mal eine Woche trainieren kann. Es ist ja immer nur dieser 3-Tages-Rhythmus gewesen. Da kann man vielleicht die eine oder andere Sache mal ausprobieren. Ob es jetzt direkt gegen Dortmund dann funktioniert, weiß man nicht. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir in den letzten Jahren ja eigentlich nie in keinem Spiel chancenlos waren. So, und deswegen würde ich da jetzt auch keine Angst haben vor einem Heimspiel gegen Dortmund. Ja, ich bei dir, also Heimspiel, Angst sowieso nicht. Das Einzige, was dieses Jahr sehr auffällig ist bei den Dortmundern, die sind total minimalistisch unterwegs. Ich weiß nicht, wie oft die zu 1-0 diese Saison schon gespielt haben. Das war gegen Schalke jetzt auf jeden Fall nicht das erste Mal. Und die sind hinten dicht. Und die haben, Hummels spielt meines Erachtens nach eine überraschend gute Saison, diese Saison. Mit Süle und Schlotterbeck haben die auch 2 sehr gute Innenverteidiger. Und dementsprechend sind die da echt relativ gut aufgestellt und das wird schwer, da durchzukommen. Ne? Also da macht es mir eigentlich die meisten Sorgen. Vor der Dortmunder Offensive habe ich diese Saison nicht so sehr viel Angst wie letztes Jahr. Aber jetzt habe ich hier was gejinxt. Naja, wir werden auf jeden Fall 2 Tore schießen müssen, um das eine Modest-Tor auszugleichen. Nein, der wird ja nicht spielen. Der wird ja nicht spielen. Mokoko er wird mindestens spielen. 10 Minuten spielen, das reicht ja vielleicht. Ja, aber ich glaube, das Ding, wir sind da nicht chancenlos und ich glaube auch wirklich, dass wir da was holen können. Das haben ja auch die letzten Spiele gegen Dortmund immer gezeigt. Ne? Es war nie so, dass wir da chancenlos untergegangen sind. Wenn wir verloren haben oder auch letzte Saison das Spiel in Dortmund, wenn ich mir dann das nochmal vor Augen sehe, wir waren die bessere Mannschaft, wir haben halt einfach nur das Tor nicht geschossen. Ne? Und dementsprechend glaube ich schon, also Angst nicht nach einer Erholung jetzt. Ich finde es gut, ich finde es dadurch, dass wir auch die englischen Wochen und die Doppelbelastung haben, finde ich es gut, dass wir es nach einer Länderspielpause haben, da sind wir nämlich erholt und dementsprechend sollen sie mal am 1. Oktober kommen. Ich sehe dem auch relativ gelassen entgegen, also klar können die weg, gewinnen. Nee, aber natürlich können die gewinnen, das ist gegen Dortmund immer eingepreist, dass die auch mal gewinnen. Gut, Dortmund hat dann immer dieses Problem, und ich weiß gar nicht, woran das liegt bei denen, aber die haben ja leider immer extrem viele verletzte Stammspieler. Also diese ganz tragische Story mit Haller haben wir alle mitgekriegt. Jetzt hat sich ja leider Gottes schon wieder Marco Reus verletzt, finde ich echt schade für den, also persönlich für ihn.
Es ist ja wieder ein Jahr, wo ein großes Turnier anstünde, bei dem er hätte mittun können. Ja, wobei die Verletzung nicht so schlimm sein wird und die WM wohl nicht in Gefahr sein soll. Das habe ich nie mitgekriegt, schon mal gut für ihn. Ist der denn, ich verfolge Nationalmannschaft zu meiner Schande ja wirklich überhaupt nicht. Also der wird ja wahrscheinlich mal, nehme ich an, schon irgendwie zum Kader gehören, aber spielt der da auch in der Nationalmannschaft oder ist der eher so Kaderspieler 16, 17? Das kannst du nicht beantworten. Also da wir ja gar keinen Stürmer haben in Deutschland, also der wird schon spielen. Ja, aber ich finde den gar nicht mal so, also ich will jetzt auch nicht den armen Mann, aber da gibt es doch irgendwie deutlich bessere Offensivspieler, ob der jetzt bei der WM irgendwie eine Rolle gespielt oder spielen würde. Doch, also hat ich glaube, bei Marco Reus findet man schon ein Plätzchen. Also der würde bei mir eher spielen als Timo Werner. Also er ist bei dem, vor dem letzten Turnier, aber auch unter einem anderen Bundestrainer, ist er einen Tag vor der Kaderbekanntgabe freiwillig aus der Nationalmannschaft ausgetreten. Man hat damals ja gemunkelt, dass Reus es nahegelegt wurde, weil er nicht mitgenommen worden wäre. Flick hat aber gesagt, dass alle, für alle Spieler, alle Türen offen sind. Auch für einen Hummels, auch für einen Reus, auch für einen Müller und so weiter. Also er entscheidet jetzt komplett neu und dementsprechend wäre Reus wohl auch wieder ein Thema für die Nationalmannschaft. Und ob er dann da spielt, die Frage kann ich jetzt nicht beantworten, weil ich ab einem gewissen Zeitpunkt abgeschaltet habe. Je näher es auf Katar zugeht, bin ich raus mit der ganzen Nummer. Ja, das in Russland war der doch auch, der war da in Russland dabei. Also in der, bei der WM in Russland, wo wir in der Vorrunde rausgeflogen sind. Da hat der Deutschland auch in der Vorrunde rausgeflogen ist. War das nicht das einzig große Turnier, was er bisher gespielt hat? Ja, genau. Und da haben sie, glaube ich, gesagt, er soll aufgebaut werden, um dann in den K.O.-Spielen richtig eingreifen zu können. Hat gut funktioniert. Gegen Südkorea, wenn ich mich richtig erinnere. Also, läuft nicht. Trotzdem, also, es ist ja einfach schade für den Jungen, dass er sich so oft verletzt. Jetzt scheiß auf Nationalmannschaft. Genau, ja. Der hat ja nun wirklich, der hätte eine Weltkarriere machen können, glaube ich, wenn der nicht immer diese schweren Verletzungen gehabt hätte. So ein bisschen, sagen wir mal, die wir hatten da bei Köln ja auch ein paar Light-Versionen von Marco Reus, also wenn ich da an Krille, Christian Clemens denke, oder auch ein Bittencourt, die immer wieder dann, wenn sie gerade so gut waren, auf dem Sprung waren und immer sich durchsetzen konnten, sich sofort wieder auch schwer verletzt haben gleich. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ist, gegen uns wird er nicht spielen. Wie gesagt, für ihn persönlich tragisch, aber für uns persönlich dann schon, kann man hier zumindest jetzt mal als kleinen Bonus mitnehmen aus dieser schweren Situation für ihn. Jede Krise ist ja auch eine Gelegenheit, in dem Fall halt für uns und nicht für Dortmund. Ich habe schon gesagt, dass ich glaube, der Hut immer noch verletzt ist. Ich kriege, glaube ich, gar nicht alle verletzten Spieler bei Dortmund da zusammen, weil das so viele sind. Aller wird natürlich auch nicht spielen, klar, das ist ja logisch. Was ist mit dem Torhüter, mit Kobel, ist er bis dahin wieder fit? Das habe ich auch gedacht. Und Guerrero hat neulich auch nicht gespielt, meine ich, letztes Spiel. Ich glaube, Guerrero hat, habe ich letztens noch natürlich eine Statistik gelesen. Guerrero hat seit 5 Jahren nicht mehr 10 Spiele in Folge machen können, gesundheitlich. Also, die haben echt irgendwie das Pech, dass die dauernd verletzungsanfällige Spieler dabei sich rumlaufen haben. Oder die scouten nicht seriös, was so Verletzungsanfälligkeiten angeht. Ich weiß es nicht. Das allein erklärt ja, warum Marius Wolfgang 10 Spiele gemacht hat. Dortmund hat aber in den letzten Jahren auch extrem viele Muskelbündelriss, Faserriss, was auch immer. Ja, die haben vor der Saison auch ihren Athletiktrainer gewechselt aus, ich glaube. Also Kobel hat einen Muskelfaserriss, ne? Also ich weiß jetzt nicht, wie lange der schon ausfällt, aber könnte vielleicht gegen uns auch noch ausfallen. Ja, wobei, also ja, wie gesagt, ich mache mir da nicht die ganz großen Sorgen. Ich habe eine andere Sorge, die Dortmund betrifft. Ich habe die Angst, dass die irgendwann Terzic rausschmeißen und dann mal gucken, was gibt's für einen Trainer, der so ein bisschen Marke Jürgen Klopp ist, der in Ruppert gut reinpassen würde, so ein kerniger Typ ist. Ich möchte lösen, Thomas Tuchel. Genau. Gute Erfahrung mitgemacht, Thomas Sehr Tuchel. Gut. Niklas Süle freut sich jetzt schon auf den Ernährungsplan, den Tuchel ihm da vorlegen wird, glaube ich. Ich habe die Sorge, dass sie eher einen Whisky-Freund mit Schiebermütze da anheuern würden, wenn Terzic immer mal scheitern sollte bei denen. Deswegen müsste ja Dortmund nach dem Spiel gegen den FC auch viel Erfolg wünschen für alles Weitere. Aber ich glaube, Terzic ist momentan safe. Also die werden den nicht rausschmeißen. Die sind Tabellenführer oder Zweiter oder irgendwie sowas. Die stehen gut da und läuft doch gerade. Die haben den jetzt extra oder jetzt erst installiert. Also diese Saison wird safe sein und Terzic wird auch nächste Saison noch Trainer sein.
Weiß ich nicht, aber die denken auf jeden Fall immer bis zum 20., 25. Spieltag, dass sie Meister werden, stellen dann überrascht fest, oh nee, wird doch nichts. Aber ich glaube auch nicht, dass die Terzic jetzt irgendwie, also ich glaube, dass der nicht alt wird da bei Dortmund, aber ich glaube auch nicht, dass der jetzt so, dass es so akut irgendwie wird. Meinst du aber wahrscheinlich auch gar nicht. Die spielen am 33. Spieltag gegen den FC Augsburg. Also wenn sie bis dahin noch Meisterschaftshoffnung haben, dann weißt du, welches Spiel die safe verlieren werden. Ja. Ich sag's jetzt schon mal an für alle Wett-Igel da draußen. Ja, easy money. Wahrscheinlich, ja. Aber wir haben ja, ich habe ja gerade was vorbereitet. Sollen wir denn mal, der Dennis hat sich ja extra heute auch zwei Gäste eingeladen, damit er beim Quiz auch mal ein bisschen Punkte holt. Sollen wir mal 3 aus 3 machen? Ja, ich hätte letzte Woche, wo ich nicht zwei von drei Fragen gewusst. Ja. Im Nachhinein hätten wir das alle, Dennis. Ist sogar on record. Alles hätte er gehabt, ja. Heiko Butsch hätte ich gewusst. Weißt du, das Schöne ist ja, ne, dadurch, dass du vorhin so geprahlt hast, dass du ja alle Fragen richtig beantwortet hättest, habe ich jetzt mal eine richtig schöne Startfrage für euch. Wie heißt denn oder hieß das erste Stadion, in dem Borussia Dortmund gespielt hat? A. Rote Erde, das Westfalenstadion oder Weiße Wiese? Rote Erde. Ich bin auch bei Rote Erde. Gibt's ja heute noch. Also Stadion an der Roten Erde. Ja, genau, Stadion an der Roten Erde. Ich glaube, also meine Logik ist, also es gibt es ja heute noch, das ist ja ein bekanntes Stadion, Rote Erde. Und das hast du genommen und hast daraus dann Weiße Wiese gemacht als falsche Antwort C. Also deine Antwort steht? Ja. Kein Gefallen, Weiße Wiese. Da hast du mir keinen Gefallen mitgetan mit dieser Antwort. Das erste Stadion hieß wirklich Weiße Wiese. Tja. Hat der Jan Lukas Unrecht gehabt, Mensch. Wie habe ich Unrecht gehabt? Ich habe es auch daneben gelegen, aber das hat deine Entscheidung ja nicht beeinflusst, oder? Natürlich, ich habe mich rein auf dich verlassen. Ja, genau. Ja. Das glaube ich nicht. Also es wurde tatsächlich der richtige Austragungsort, wie gesagt, in den 1910ern wurde das Weiße Wiese Stadion an der Wambeler Straße, unweit des Borsigplatzes. Okay. Ja, mal gucken, ob der Jan Lukas diese Schande jetzt wieder wettmachen kann mit der zweiten Frage. Stadion Rote Erde übrigens 1937 das erste Mal ausgetragen. Ja, aber dann war ich ja nicht weit weg. Frage 2. Borussia Dortmund hat die teuerste Stehplatzdauerkarte der Bundesliga. Was muss man für diese Stehplatzdauerkarte bezahlen? Stopp, sag nix. Ich sag's dir. 19,90 Euro. Für Dauerkarte doch nicht. Also Dauerkarte? Ich dachte pro Spiel, sorry. Nein. Hab ich falsch verstanden. Okay, dann sag deine Antwort, Dinger. 270, 240 oder 195 Euro. Da muss ich jetzt 19,90 Euro mal 17 rechnen. So, mal 17 sind, was hast du gesagt für Zahlen? 270, 240, 195. Okay, passt gar nichts davon. Also ich weiß nicht, die haben ja diese Aktion kein 20 für einen Steher. Das weiß ich halt. Die kommt ja aus der Dortmunder. Ja, aber es war auf 20 Mark, ne? Ja? Bist du dir sicher? Nee, das war 20 Euro beim HSV damals. Oder 20 Euro, ja, okay. Ja, 20 Euro beim HSV. Ich verbinde die vor allem mit Kevin Großkotz, der die so publik gemacht hat, und der hat ja nicht zu D-Mark-Zeiten da bei denen gespielt. das waren dann wahrscheinlich Tageskarten, ne? Diese 19 Euro. Ja, wahrscheinlich, ja. Aber dann spart der Dauerkarteninhaber aber sehr viel, anscheinend, weil eine 19 Euro mal 17 sind 338. Mit anderen Worten, ich weiß es nicht. Du sagst, die haben die teuersten. Mhm. Darf ich zwei Fragen stellen zu dieser Kategorie? Ja. Die eine Frage ist, wir reden jetzt hier von den regulären Preisen und nicht von den ermäßigten Preisen für Schüler und Studenten und so weiter? Nein. Ganz normaler Standardpreis ohne Seniorenrabatt, Schülerrabatt, was auch immer. Okay, und ist das inklusive internationalen Wettbewerb oder ist es rein auf die Bundesliga bezogen? Ich glaube, es ist rein auf die Bundesliga bezogen. Okay. Okay, Erik, was kostet denn bei St. Pauli eine Dauerkarte? Ich hab Sitzplatz-Dauerkarte da, deswegen ist das jetzt keine Ahnung, wie teuer da die Stehplätze sind, okay. Aber. Jan Lukas, was kostet eine FC-Dauerkarte? Steher. Hast auch keine, ne? Aber ja, ich du's. Bin dank meines jungen Alters da nicht in der Möglichkeit, eine zu haben. Du bist wahrscheinlich Platz 7300 irgendwas auf der Warteliste. Ja, irgendwie sowas wahrscheinlich. Ja.
Sag doch mal die Zahlen bitte. Ich bin schlechterin, mit Zahlen zu merken. 270, 240, ja. 195. Kann ich mittlerweile auswendig. Ja, 240. Goldene Mitte, 240. Richtig. Was kostet die bei uns? Weiß das jemand? Warte, ich gucke eben. Bei Wolfsburg kostet sie 145. Ja, gut, bei der TSG Hoffenheim 150, Bayern 160, Mainz 179, Frankfurt 184, Leverkusen 190, Schalke 190,50 €, Hertha 199, Augsburg 199, Leipzig 200, Bremen 202, Köln 203 € auf Rang 12, 210 Gladbach, 215 Freiburg, 221 Union Berlin, 225 Stuttgart, 225 VW Bochum und dann kommt Dortmund mit 240 €. Doch, Mensch. Musst du was geboten kregen von der Geldbank. Aber 240 € für einen Steher ist echt happig, ne? Je nachdem, wo du da stehst, relativ weit oben, bist du ja noch ganz weit weg vom Geschehen. Ja. Wenn es echt eine Bundesliga ist, hast du ja auch, sagen wir mal, nicht die Highlight-Spiele darunter dann bei deinen 17 Spielen. Genau. Übrigens, die Karte ist also komplett nur für Bundesliga, ne? Also ja, ohne Champions League. Was war der billigste? Ich glaube, TSG Hoffenheim. Wolfsburg, 145 €. Gut, das ist fast das Doppelte, ne? Ja, ah. 95 €. Gut, ist aber auch nochmal ein bisschen was anderes, was man da geboten bekommt, ne, wenn man jetzt unser Spiel in Wolfsburg anguckt. Ja. Ja, Hoffenheim 150, aber wenn du guckst, bei den Bayern kostet es auch nur 160, ne? Also. Ja, aber die Bayern, da meint man ja immer, das seien so viele Stehplätze da im Unterrang, aber das ist ja, glaube ich, nur ein oder zwei Blöcke da im Unterrang. Der Rest drumherum und im Mittelrang, das sind ja alles Sitzplätze. Ja, klar. Hast du nicht auf beiden Seiten Stehplätze bei den Bayern? Ich meine schon, ja. Früher zumindest. Und für deren Scheißstimmung sind die selbst verantwortlich. So sieht's aus. Kommen wir zu meiner Lieblingskategorie. Was ist denn meine Lieblingskategorie? Was habe ich bisher Frage, bei jedem? Hä? Ist das die Frage? Ja. Nein, das ist die Frage. Gib mal drei Auswahlmöglichkeiten. Weißt du denn, was meine Lieblingskategorie ist? Der Rekordspieler von Borussia Dortmund. Wer hat die meisten Spiele für die? Jawohl. Richtig. Ja, weiß ich natürlich auch nicht. Ist es A, Roman Weidenfeller, Lothar Huber oder Michael Zorc? Ich glaube, ich weiß es sogar. Ja? Ja, wir haben einmal Zorc. Ja, Lukas, was hast du? Was war der zweite? Weidenfeller, Lothar Huber oder Michael Zorc? Hat nicht Zorc irgendwie sich relativ früh verletzt? Ich gehe dann auf Weidenfeller, aber nur weil jetzt hieß, dass jemand weiß und das würde dann vielleicht einen Grund geben, das zu wissen. Also ich gehe auf Weidenfeller. Nee, ich glaube, mit den Frühverletzten meinst du wahrscheinlich Ricken und nicht Zorc. Ich meine, es ist wirklich Michael Zorc, glaube ich, weil der hat doch jetzt irgendwie Jubiläum gehabt vor kurzem. So viele Jahre bei Borussia Dortmund Jubiläum. Und ich meine, in dem Kontext wurde er immer als der Rekordspieler von denen bezeichnet. Also das ist Zorc. Richtig. Ist richtig. Michael Zorc hat 572 Spiele für Borussia Dortmund. Roman Weidenfeller kommt nur auf 453. Ja. Als Zweitmeister. Ja, ich meine, der kam ja auch in relativ, sagen wir jetzt, gesetzterem Fußballalter erst dahin. Hat dann noch, glaube ich, ein, zwei Jahre auf der Bank oder ein Jahr auf der Bank oder so gehabt. Ja. Sollen wir mal kurz, also ich habe Robbie Hunke ja tatsächlich angeschrieben und warum gibt es dich? gerade live eine Antwort bekommen. Was willst, sollen wir oder willst du mal vorher anhören? Ich habe nur geschrieben. Ich habe auch eine Nachricht. Ich lese sie vor. Ich habe geschrieben, hallo Robby, wir haben eine kurze Frage. Vielleicht kannst du uns hier helfen. Wir nehmen gerade die Podcast-Folge auf. Aber warum wurde das Spiel des FC gegen Slowakei bei NTV Plus übertragen? Mit dir als Kommentator und im normalen Fernsehen mit anderen Kommentatoren. Er hat geantwortet, ist immer so. Free und NTV Plus mit separaten Kommentatoren. Hat Ablaufgründe. TV muss ja zu speziellen Zeiten in die Werbung und hat andere Vor- und Nachlauf etc. RTL Plus, Football pur. Also, okay. Also erstmal ein geiler Werbung. Typ, dass der antwortet so schnell, ne? Mega geil. Ja. Danke, Robby. Vielen Dank. Und ich finde, das ist eine Erklärung. Genau. Ja. Genau. Also hätte ich. Der Bildungspodcast hier. Also hätte ich gewusst, dass Robby Hunke, also dass das Spiel auf RTL Plus gestreamt wird und Robby Hunke, also Robby Hunke habe ich ja schon gegen, Feher war. Gehört und kommentieren hören.
hätte ich tatsächlich auf Apple Plus gestreamt. Ja, vor allen Dingen, also du hast mir ja irgendwann während des Spiels geschrieben, was sind denn das für bescheuerte Kommentatoren? Und ich dachte ja, du redest gerade von Robbie, ne? Weil ich habe ja nicht gewusst, dass das Spiel noch parallel auf RTL mit anderen Kommentatoren läuft. Ich habe gedacht, was ist denn mit dem Marco los? Also, man kann ja viele Kommentatoren kacke finden, aber doch eigentlich nicht Robbie Hunke normalerweise. Der ist eigentlich einer von den Guten. Wie man auch daran sieht, dass der hier irgendwelchen Podcast-Ottos ihre Fragen live im Podcast macht. Ja, und überhaupt bei den Podcast-Ottos überhaupt schon mal da waren. Ne? Ja, eben, genau. Und sich da auch mega Zeit genommen hat und so. Also, hat mich überrascht. Aber jetzt ist natürlich klar, wenn du da Florian König und wahrscheinlich Steffen Freund gehört hast oder so, klar, dann ergibt das alles mehr Sinn. Ja. Ja, vor allem war das nicht auch so, dass ich noch gesagt habe, in der Nachberichterstattung stand dann Steffen Baumgart neben Lothar Matthäus. Und Lothar Matthäus erzählte erstmal, wie schlecht der FC spielen würde, die erste halbe, also wie schlecht der FC aus der Halbzeit gekommen wäre. Und Baumgart hat den genauso angeguckt wie auf dem Foto mit mir. Das ist tatsächlich noch ein bisschen aggressiver. Und ich habe gedacht so, oh Lothar Matthäus, ich habe kurz auf seine Schuhe geguckt, er hatte Laufschuhe, und habe ich gedacht, Charlie, hier würde ich jetzt auch an deiner Stelle anhaben. Baumgart hat ihn tatsächlich erstmal auch sehr rabiat in die Schranken gewiesen. Also hat mir sehr gefallen. Okay, abschließende Frage, bevor wir den Podcast jetzt beenden. Es kommt zu einem Cage-Brawl zwischen Steffen Baumgart und Lothar Matthäus. Wie würde dieser ablaufen und wer würde gewinnen? Ich verstehe die Frage nicht. Die Frage ist, wie viele Jahre sitzt Baumgart danach im Knast? Nö, ist einvernehmlich. Jeder hat vorher so eine Agreement unterschrieben, dass da niemand einsitzen muss hinterher. So ein kanadischer Cage-Fight, weißt du, so ohne Regeln. Würde Matthäus in den Cage reinkommen, ist die Frage. Warte mal, wie groß ist Lothar Matthäus? Nein, oder nicht wesentlich größer, ne? Die sind beide gleich klein, glaube ich. Ich glaube, groß ist keiner von den beiden. Nee, also ich habe mich auch tatsächlich gewundert, als ich neben Baumgart stand, also Lothar ist 1,74. Also auf jeden Fall waren die beide kleiner als die weibliche Reporterin da am Platz unten. Ja, ist das wichtig? Also die Größe ist doch Wurst, oder? Ja, aber wenn da jetzt einer wesentlich größer gewesen wäre. Das wird jetzt richtig seriös beantwortet mit Spannweite und Co. Ja, genau. Ich glaube, es geht eher ums Gewicht als um die Größe bei dem. Also ich glaube, Lothar Matthäus hat da keine Chance. Ich glaube, der kriegt sofort einen vertafelt und dann gehen sofort die Lichter aus. Also würd mich freuen. Also ich würde mir angucken. Vor allen Dingen glaube ich, Lothar Matthäus traut sich gar nicht zuzuhauen, der labert. Der rennt da irgendwie weg und versucht zu labern. Rennt maximal weg, ja. Kommt ja nicht raus, weil Cage. Aber ich glaube, Baumgart sagt auch nichts. Er geht einfach hin, haut den Eimer mit der rechten eine runter und dann ist Ruhe im Karton. Ich überlege gerade, wie heißt, das kennt ihr doch bestimmt auch, diesen Ausschnitt irgendwie. Der Achtung, Schelle. Ja, genau, diesen von, wie heißt dieser Typ aus Hamburg, der schon tot ist? Nicht. Ja, der Kiezkönig da, keine Ahnung. Ja. Ja. Aber die Achtungsschelle, legendär. Ungefähr so wird es aussehen, glaube ich. Und ich glaube, danach sitzt Baumgart noch so 10 Minuten da und isst einfach die Innereien von Lothar Matthäus auf. Oh. So wie die Kalisi. Wie heißt denn der Typ? Ja, das schreibt doch der Chat, ne? Stefan Henschel. Stefan Henschel, genau. Was? Ist das nicht Stefan? Koch? Nein, Stefan Henschel. Oh Gott. Das ist Stefan Henschel. Hensler. Hensler. Okay. Ja, dann wisst ihr mehr als ich. Dass ich mit Hamburg nichts zu tun habe. Kennst du das nicht, das Video? Doch klar, ich habe doch selber gerade Achtung, Schelle gesagt. Also natürlich kenne ich das. Ja, genau. Aber ich glaube, das wäre relativ eindeutig. Der SWAT-Demon 8 schreibt, der Steffen wird den Lothar weitmannisch aufbrechen und ausnehmen. Das glaube ich. Ja. Aber wie kommt ihr auf Lothar? Also, ich weiß nicht, warum ihr auf Lothar Matthäus kommt, aber wieso sollte es eine Option sein, dass Lothar Matthäus da irgendeine Chance hat? Also auf Lothar Matthäus kommen wir, weil der bei RTL in der Halbzeitshow drin war. Genau. Ja. Ich meine, das ist ja einfach unfair. Du kannst ja auch nicht irgendwie einen Boxkampf zwischen einem Neugeborenen und seiner Mutter irgendwie austragen. So. Das ist ja, du hast Ideen. Okay. Also von den Verhältnissen. Alle aktuellen Bundesliga-Trainer müssen in so einen großen Cage gegeneinander. Wer ist der Last Man Standing? Alle aktuellen Bundesliga-Trainer. Ich krieg gar nicht alle Bundesliga-Trainer. Soll ich euch vorlesen? Pass auf, ich das eben schnell. Bei Bochum müssen wir jetzt mal Heiko Butscher nehmen. Der hat auf jeden Fall den besten Namen für diesen Cage, right? Definitiv.
Billy the Butcher auf jeden Fall. Also, Butcher bei Bochum. Kovac bei Wolfsburg. Matarazzo bei Stuttgart. Seoane bei Leverkusen. Kramer bei Schalke. Schwarz bei Hertha. Rose bei Leipzig. Enrico Maaßen bei Augsburg. Ole Werner bei Werder Bremen. Steffen Baumgart bei uns. Bei Mainz ist es hier der Bo Svensson. Bei Eintracht Frankfurt ist es Olli Glasner. Bei Borussia Mönchengladbach ist es Daniel oder David Fark, ich weiß nicht, wie der Vorname heißt. Bei Bayern ist es der Schnittlauch. Bei Hoffenheim ist es André Breitenreiter. Freiburg ist es hier unser Freund, der Christian Streich. Christian Streich, genau. Bei Dortmund ist es Terzic und bei Union ist es Urs Fischer. Ich würde sehr viel Geld auf jeden Fall bezahlen, das zu gucken. Also, wenn die alle in einem, also tatsächlich. Und das ist die letzten drei werden Farke, Svensson und Baumgart sein. Die letzten drei stehenden? Ich hätte gesagt, Seoane, der ist mir suspekt, der Typ. Der glitscht sich auf jeden Fall überall durch mit seinem Haargel. seinem Haargel. Der glitscht sich da immer weg, ja, das ist auch eine gute Idee. Also, ich glaube so, Kovac, der hat da irgendeine abgebrochene Flasche noch hinten. Ich glaube halt auch, man darf Kovac nicht unterschätzen. Ich glaube, der Einzige, der schon mal echt gekämpft hat von denen. Also Kovac, so, der hat auf jeden Fall in der Jugend schon ordentlich Schellen verteilt. Also wahrscheinlich das nicht nur Schellen. Und das Fischer, na, weiß ich nicht. Ich glaube, den darfst du wahrscheinlich auch nicht zu sehr reizen. Ja, also ich glaube, Kovac und Svensson und Baumgart machen es unter sich aus. Bei Baumgart kommt es darauf an, wie seine Stimmung ist. Ja. Und, Baumgart wird erstmal von Christian Streich vollgelabert. Ja, dann ist er auf jeden Fall der klare Sieger. Aber sonst würde ich auch, also fand ich sehr gut, dass Kovac irgendwo noch eine Flasche herzaubert. Auf jeden Fall. Oder irgendein Springmesser oder so. Präventiv, ja. Irgendwo im Stiefel schafft oder so. Das glaube ich auch. Der allererste, der Wein wegläuft, ist natürlich Julian Nagelsmann. Da müssen wir gleich drüber reden. Nagelsmann könnte aber auch so ein Überraschungssieger sein, weil der die ganze Zeit heult. Der sitzt die ganze Zeit heulend in der Ecke und alle denken, der ist raus. Und dann steht er nachher auf. Cool. Und haust dann von hinten oder so. Bei so einem Cage-Match, da hat keiner Gnade. Wenn du da sitzt und heulst, bist du tot. Der kippt diametral ab aus dem Ring. Das wäre der große Vorteil von Thomas Tuchel, wenn er da mitmachen dürfte. Er kann einfach durch die Gitterstäbe entkommen. Der passt aber, ja durch. Das ist wohl wahr. Aber glaubt ihr tatsächlich, dass Nagelsmann die Saison überlebt? Ja. Ach, jetzt mit Tuchel auf dem Markt, ne? Ja? Oder mit Löw auf dem Markt? Ne? Ich glaub, die Frage ist, wie schwer sind die 25 Millionen und was gibt es für Kündigungsfristen, wenn die den jetzt rausschmeißen? Was hat der nicht Kündigungsfrist? Ausstiegsklauseln? Nee, wie nennt man das? Abfindungszahlungen so. Ja, wenn die den jetzt rausschmeißen. Ich glaube sogar eher Achtelfinale Champions League wird es entscheiden. Ich glaube, wenn das irgendwie schief gehen sollte, auch wenn die jetzt einen guten Gegner kriegen sollten, irgendwie einen, der Zweiter wird in der Gruppe oder so. Das ist ja letztes Jahr, glaube ich, auch im Achtelfinale gescheitert bei denen, ne? Glaube ich, mich zu erinnern. Oder war es Viertelfinale, auf jeden Fall sehr früh. Dann ist halt egal, was der in der Bundesliga macht, ob er da jetzt noch die 4 Punkte Rückstand aufholt oder nicht. Aber Champions League gilt. Also wenn Rummenigge noch was zu sagen hätte, dann würde ich auch sagen, Tuchel wird es relativ bald, aber so kann ich mir das nicht vorstellen. Ich glaube auch nicht, dass Oliver Kahn den da lange rumwurschteln lässt, wenn das nicht läuft. Das kann ich mir auch nicht vorstellen. Ja, Rummenigge ist halt immer so ein riesen Tuchel-Fan gewesen. Ja. Ich weiß gar nicht, ist der komplett raus, der Rummenigge, oder hat er noch irgendwelche Funktionen bei denen? Keine Ahnung. Das ist jetzt ein Verein, den verfolge ich nicht auch noch. Ja, hier 0,2 Kölsch setzt auf den Trainer von Stuttgart, also auf Pellegrino Matarazzo. Als der SWAT-Demon sagt... Oder dass es zu Bayern geht. Nee, für den Brawl, glaube ich. Wir sind jetzt erst beim Brawl angekommen, hier der Chat, der hat ein bisschen Delay. Dann ich hab vor allen Dingen die ganze Zeit 2 Kölsch gelesen. 0,2, es tut mir wahnsinnig leid. 0,2 Kölsch. Sword Demon schreibt, wenn Seoane Lederhandschuhe anhätte, sähe er aus wie ein Auftragskiller, die darf man nicht unterschätzen. Ich glaube, für den Brawl bringt er direkt die Quarzhandschuhe mit. Na gut, haben wir jetzt, glaube ich, hinreichend besprochen alles. Morgen ist Mitgliederversammlung vom 1. FC Köln. Ich glaube, wir erwarten da alle keine keine
fundamentalen Veränderungen im Verein. Es wird wahrscheinlich viel um Nizza und Hooligan-Probleme und Südkurve und so gehen, kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten wird die Wahl, vermute ich, relativ gesittet vonstatten gehen, weil es gibt ja nur ein Trio, was da vorgeschlagen wurde. Ja, ich weiß nicht. Habt ihr andere Erwartungen an diese MV-Bong? Ja, Lukas wird ja da sein, hat er uns verraten im Vorgespräch. Ja, ich hoffe einfach, dass genug da sein werden, weil, wie du sagst, die alle sagen irgendwie, ja, ist irgendwie relativ egal, aber letzten Endes ist es ja schon schöner, wenn dann ein Vorstand bestätigt wird von, na gut, 10.000 ist vielleicht fast utopisch, aber von einer großen Masse ist auf jeden Fall demokratischer als von irgendwie zwei Pappnasen, die es da irgendwie noch eingefunden haben. Und zwei Kölsch, die sie eingefunden haben. Ja. Ja, also ich rechne fände es schön, wenn da einige kommen würden. Ich rechne aber nicht mit einer großen Teilnehmerzahl, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht, deswegen sage ich's. Also nicht, dass jetzt hier plötzlich 1 Million Menschen mobilisiert werden durch meine nicht sehr flammende Rede, aber ich fände es trotzdem schön, wenn da ja, mehr. Millionen wird auch gar nicht reingelassen, leider. So viele haben keine Mitgliedskarte. Gibt es eigentlich irgendwelche Gründe, weswegen das nicht mehr hybrid stattfindet? Oder habe ich jetzt irgendwas verpennt und es findet hybrid statt? Nee, ich glaube leider nicht. Ist bei einem nicht Stream. Hybrid. Also man kann es nicht mal streamen, leider. Ja. Ja, waren ja letztens auch nicht so viel mehr Leute oder es hat, glaube ich, überhaupt nicht mehr Leute, als es dann die letzten Male digital war. Und das scheint dann doch sehr großer, also ist ja klar, also wenn du es irgendwie sauber machen willst und musst, dann ist das natürlich ein riesiger technischer Aufwand und ich glaube, es hat sich einfach nicht gelohnt für die paar Leute, die dann mehr da waren, wenn überhaupt mehr da waren. Also Claudia sagt, es wird gestreamt. Okay. Claudia, ist das die Einladung zu euch? Live bei euch im Wohnzimmer? Erik und ich kommen. Wir bringen auch kein Bier mit, ihr müsst selber Bier bereitstellen. Gut, wir waren aber ja alkoholfrei, also insofern. Ja, bei mir ja, bei dir. Aber, ja. Also ich hatte nichts. Ich muss fahren. Ach so, schade. Ich hatte nichts von dem Stream gelesen, ehrlich gesagt. Aber wenn Claudia sagt, die ist ja besser informiert als wir, dann glauben wir das mal. 0,2 Kölsch möchte gerne wissen, wer auf die MV geht. Von uns glaube ich jetzt nur Jan Lukas, ne? Marco, weiß ich nicht, du? Nee, ich werde leider aus beruflichen Gründen nicht teilnehmen können. Genau, und er möchte gerne wissen, wann denn die Mützen überreicht werden. Marco. Da sind wir tatsächlich aktiv mit auch dem besagten Ho im Austausch, weil ich die gerne nicht nur an den Ho übergeben möchte, sondern an die Spieler, also an die Beteiligten oder zumindest an jemanden irgendwie am Trainingsplatz. Und da sind wir gerade im Austausch, wann und wie. Also wir haben ein vorsichtiges Go bekommen. Okay, bin mal gespannt. Das ist ja schön zu hören. Vor allem hätte ich gern, dass irgendeine neutrale Person daneben steht und nur das Gesicht vom Baumgart filmt, wenn er dich wieder da antanzen sieht. Ja, ey, ja sagen, ey. Großartig. Ja, da freue ich mich auch schon drauf. Ja. Okay, dann haben wir es, glaube ich, heute geschafft. Es sei denn, irgendwer von euch sagt jetzt noch, ja, ich habe noch irgendeine Talking Points. Wir müssen noch auf was eingehen. Wir müssen noch auf unsere Saisonspende eingehen. Ja, richtig. Die hätte ich jetzt noch abschließend genannt. Müssen wir jetzt Slowatschko und Bochum machen. Mhm. Ich habe leider aus der letzten Folge das noch nicht rausgeschrieben, was ihr da zusammengetragen habt. Hei. So, wie viele falsche Antworten habe ich heute gegeben? Ich wusste eine. Nicht Rote Erde, ne? Also bin ich bei... Nee, Weiße Wiese wusstest du nicht. Ja, genau, wusste ich nicht. Und vom letzten Mal hast du mir, glaube ich, 3 Euro aufgedrückt, ne? Zwei. Dann bin ich bei 7 Euro und du verharrst bei 4, aber du hast auch jetzt 2 Folgen keine Fragen gestellt bekommen, insofern. Du hattest die Chance, für diese Woche zu stellen. Das ist richtig, aber ich habe davon 10 Minuten vor der Aufnahme erfahren, insofern. Warte mal. Dann muss ich nachgucken, ob das stimmt. Ich gucke in unseren Chatverlauf, wann ich das geschrieben habe. Ob das stimmt. 15.32 Uhr. Ja, und danach hatten wir das zwischendurch mal auf Dienstag verschoben, die Aufnahme. Ja, okay. Ne? Also dachte ich noch, wir hätten 24 Stunden mehr Zeit. Darfst du ja auch nicht vergessen. Ja, ja, ist okay. So, wir haben auch noch nicht Nizza hier eingepflegt tatsächlich. Also wir müssen noch ein bisschen nacharbeiten. Ja, okay. Also Slowatschko, Nizza und Bulli 7 fehlt noch. Ich glaube, das hat eher mit Daniel ja besprochen letzte Woche. Ne? Also die fehlen noch. Machen wir erstmal Slowatschko. 4 Tore. Das ist ja schon mal eine ganze Menge. Mal 2 sind 8 Euro. Jetzt müssen wir natürlich rausfinden, wer unter 2000
geboren ist. Genau. Spiel gegen Slovacko. Das ist auf jeden Fall Nicola Soldo. Der ist 2001er Jahrgang. Moment. Was, haben wir nicht unter 2000? Ja, unter 2000. 2001er Jahrgang. Ja, okay, verstehe. Der wird, glaube ich, ein bisschen Geld jetzt in der Zukunft reinspielen, kann man vorstellen. Ja, genau. Also, Soldo, Martel, Thielmann. Oh. Meiner ist irgendwie 24 oder so, ne? Vom Alter her. Ja, ich glaube 23. Also, meiner ist, glaube ich, 99er Jahrgang, habe ich letztes Mal schon nachgeguckt, genau. Also, Soldo, Martel, Thielmann. Hat Lemper nicht auch gespielt gegen links? Nein. Okay. Gut, dann sind wir bei 11 Euro für das Slovacko-Spiel. Genau. Und Bochum, ein Tor, 2 Euro. Genau. Thielmann, Soldo, Martel, Punkt. Die drei. Ja, kommt, glaube ich, hin. 5 Euro. Ja. Weißt du nur auswendig, was ihr letzte Woche rausgefunden hattet für Bulli 6 und Nizza? Nee, weiß ich nicht mehr. Musst du dann nachhören. Das muss ich nachhören? Ach, ja, klar. Ja. Ich höre euer Kram nicht an, wenn ich dabei bin. Es war relativ spät. Oh, Claudia rudert gerade zurück. Vielleicht doch kein Stream. Oh. Aber irgendjemand hat doch gerade, irgendwo habe ich doch gerade gelesen, irgendwas war schon. Fetty Page hat aber doch geschrieben, doch, es wird gestreamt, hat Ho vorhin getwittert. Ja, Fetty Page ist Claudia, aber die sagt dann später hier, warte mal, finde den Tweet gerade nicht wieder, sondern nur einen vom 25.06. Also so. Vielleicht doch kein Stream, sorry. Ich glaube, die würde es nur in ihrem Wohnzimmer haben, glaube ich. Verständlich. Ja. Kann ich persönlich nachvollziehen. Morgen twittert die so ein Bild, wie sie und ich da vom Fernsehen schon den Stream gucken. Aber ja. Die mussten schon mich und den Javier in der zweiten Halbzeit aushalten. Gönn denen doch mal auch ein bisschen Ruhe. Ja, vor allem deine Fotokünste. Also an dir ist ja quasi ein Fotokünstler verloren gegangen. Ja, ist richtig. Ich bin ja auch nicht dazu da, um Fotos zu machen, sondern um ein Spiel an Doppelhaltern und Fahnen vorbeizugucken. Ja, deswegen stehe ich übrigens gar nicht so gerne in Auswärtsblöcken, ehrlich gesagt. Also ich sehe ja noch weniger als du, wenn ich in so einem Auswärtsblock bin. Du hättest das tatsächlich nur mal in meinen Rücken gesehen, wahrscheinlich. Wahrscheinlich hätte ich mich ja hoffentlich vor dich stellen lassen. Das hätte auch nicht viel gebracht. Ja, aber ich hätte mir seinen Rücken nicht angucken müssen, 90 Minuten lang. Irgendeinen anderen Rücken von irgendwem. Nee, aber ich bin inzwischen in so einem Alter, wo ich dachte so, ach, schön auf irgendeiner Geraden sitzen, kann man auch mal machen. Nee, ich muss dann nochmal doch mich einschalten und diese Auswärtsblöcke sind wirklich das Schönste, was es gibt. Gerade was du vorhin beschrieben hast. Lieber Jan Lukas, du bist aber auch. Ich weiß, ich bin jung und bla, was du jetzt sagen willst. Richtig. Aber das ist auch so schön. Ich wollte sagen, du bist 3 Zentimeter größer als ich, wollte ich eigentlich sagen. Ja, aber ich bin, glaube ich, deutlich größer tatsächlich. Aber gerade wie du es auch beschrieben hast mit der Fahne und dann siehst du aber genau diesen Augenblick ja doch irgendwie immer, wie der Ball über die Linie schreitet. Das hast du viel besser im Kopf als das eine millionste Mal mit freier Sicht von dem dann auch noch immer gleichen Platz auf der Sitztribüne. Ich liebe das immer noch, wie ich in Ungarn die Tore gesehen habe, auch von irgendeiner Fahne immer halb nicht im Bild, aber irgendwie dann doch. Und das hat man viel eher und länger im Kopf. Das ist wirklich, muss ich nochmal eine Lanze für brechen, für Auswärtsfahrten. Bin ich komplett bei dir? Habe ich früher auch so gesehen, aber glaub mir, sobald die 4 vorne steht, will man eher sitzen und will das dann auch genießen können. In der Ruhe auf dem Sitzplatz spießig irgendwo sitzen und so geht's mir. Also ich habe früher im Süden gestanden, bei allen Auswärtsspielen im Gästeblock gestanden. Ich fand das geil, ich bin total abgegangen. Mittlerweile bin ich echt froh, dass ich sitzen kann. Das heißt ja nicht, dass man vom Sitzplatz keine Stimmung machen kann. Also ja, und es heißt nicht, dass es für alle besser ist im Stehen. Meine Stimme hört sich nach jedem Stadionbesuch so an wie die vom Ruhrpott Tennis heute. Ja, ich finde tatsächlich, dass meine Stimme noch verhältnismäßig geht. Also da habe ich tatsächlich schon Spiele gehabt, da war ich schlimmer dabei. Ich bin tatsächlich da bei mir ein Lukas. Also ich finde das auch ultimativ geil. Weil
dadurch, dass wir halt auch noch mal näher an der, an den ganz Aktiven da vorne waren, hat mich das auch tatsächlich noch mal mehr gepusht. Und allein dieser Jubel, als dann das 1-1 fiel und eigentlich von uns das Tor keiner richtig gesehen hat und wir uns alle angeguckt haben und erstmal gucken wir uns alle an und haben uns dann so, und dann habe ich irgendwie versucht, bei Kicker rauszubekommen, wer überhaupt das Tor gemacht hat, weil über die Stadionlautsprecher war das dann auch so sehr schnell vom Stadionsprecher von Bochum durchgerattert, dass das auch keiner von uns mitbekommen hatte. Und die Claudia schreibt es gerade, sie hat eine alte, gebrechliche Frau vorgelassen, die ganze Zeit hinter mir wohl stand. Ich habe es nicht mitbekommen. Und sie stand dann vor mir und ich glaube, ich habe sie so nach dem Tor so etwas härter gepackt und so ein bisschen geschüttelt. Weil ich mich so gefreut habe. Aber sie hat sich mit uns gefreut. Also das muss man sagen. Sie hat sich auf jeden Fall mit uns gefreut. Ja. Und das ist, ganz ehrlich, es gibt doch nichts Geileres, als dass du da auf einmal mit halbwegs Leuten, die du nicht kennst, die in den Armen liegst, ja, und zusammen dieses Tor bejubelst. Das ist für mich eigentlich das Geilste. Ja. Also, ich stelle mir gerade vor, wie der Marco alte, gebrechliche Frauen durchschüttelt. Ja, also. Hoffentlich also hört die das nicht, wenn die nicht so alt und gebrechlich war. Schreiben Sie bitte mal, Sie sind hier gern gesehene Gästin. Also, wenn die hinter dem U-Boot hinstanden. Genau. Durchschütteln wir eine alte, gebrechliche Frau 30 Euro. Ich finde aber auch super, dass Claudia bei mir sofort eine alte, gebrechliche Frau assoziiert. Ganz toll. Dennis, so alt bist du noch gar nicht. Nee, aber gebrechlich wahrscheinlich. Nein, aber das war tatsächlich, also ich war das noch so eine überschwangende Gefühle. Ich hatte den Javier im Arm, dann Claudi, dann Raik und dann war diese Frau halt vor uns, die halt dann auf einmal so mit uns sich da freut und dann hier halt so, ja! Yeah! Und ja, war tatsächlich, ich habe es echt genossen. Und ich sag's mal so, wenn Soldo das 2-1 wirklich gemacht hätte. Dann hättest du die alte, gebrechliche Frau geküsst. Dann hätte die alte Frau neue Hüfte gebraucht, wahrscheinlich. Also wahrscheinlich wäre ich mit dem Javier dann heute noch in Bochum. Weil der Javier sagte dann irgendwann nach dem 1-1, jetzt machen wir noch, pass auf, 93. Minute, Ecke, und dann steht 2-1 für uns. Und wisst ihr, wann dieser Schuss war? In der 93. Minute. Yep. Und ja. Ich glaub mir, ich wäre heute noch im Bermuda-Dreieck. Im Bermuda-Dreieck verschollen, das passt doch tatsächlich. Ja. Ja. Übrigens, falls wir mal irgendwann zusammen auf eine Karnevalsfeier gehen sollten, Marco, ich habe schon unser perfektes Pärchenkostüm. Jetzt bin ich gespannt. Asterix und Obelix. Ja. Aber um die Expectations zu subverten, du als umgekehrt, ne? Ja, das wäre tatsächlich sensationell, ja. Das wäre witzig, ja. Ja, das wäre gut. Oder klappt auch mit Timon und Pumba oder so. Also uns fällt da schon was ein. Ja. Hakuna Matata. Und so sehe ich das auch. Gut, ich glaube, für heute haben wir es jetzt geschafft. Es wird langsam albern. Also insofern verabscheuen wir uns hier mal aus der Podcast-Aufnahme. Vielleicht, wenn der Twitch-Stream nett zu uns ist, machen wir noch hier so eine kleine Nachlaberrunde. Aber für den Podcast soll es das für heute gewesen sein. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Gästen. Namentlich war das zum einen der Erik. Ja, vielen Dank, dass ich wieder dabei sein durfte. Das hat wie immer sehr viel Spaß gemacht. Und auch vielen Dank an den Chat. Das war jetzt das erste Mal mit Chat hier. Finde ich eine absolute Bereicherung, auch während der Aufnahme. Vielen Dank. Auf Twitter bist du der @Hibaria. Da kann man dir dann gerne folgen. Und unser zweiter Gast ist auf Twitter, ich hoffe, ich sage es jetzt nicht falsch, der @Passwinkel. Ist das richtig? Ja, ne? Das ist dermaßen korrekt. Gut. Und sein bürgerlicher Name ist Jan Lukas und er schreibt für fc.com unter anderem. Danke, dass du da warst, Jan Lukas. Ja, sehr gerne und danke für die Einladung. Es war wieder sehr lustig. Genau. Ja, auch nochmal vielen Dank an den Chat, dass ihr da so fleißig hier mitgeschrieben und gechattet habt. Das macht's in der Tat nochmal zum ganz anderen Erlebnis. Also da kann ich mich dem Erik nur anschließen. Ja,
Marco, du bist der Ruhrpott-Hennes auf Twitter. Ich bin der @KYLennep und wir vier und der gesamte Chat sind trotzdem hier. Macht es gut. Tschö. Tschüss.